Ja, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, gehen wir da einfach mal rein, oder? Cool Savage gegen Echo Fresh. Mein Freund Dexis kriegt einen Daumen hoch. Der Mann mit der besten Recherchearbeit in YouTube Deutschland. Ich glaube, niemand wird es bestreiten, der seine Videos kennt. Demzufolge, lass uns da rein. Passt ja eigentlich. Wir hatten die Beef-Thematik ja ohnehin einige Wochen. Und Savage gegen Echo ist so ein Ding, was ich leider nicht auf YouTube hochladen konnte, weil das Urteil sofort weltweit gesperrt wird. Und ich weiß nicht, ob er jetzt hier vielleicht kleine Ausschnitte da nur drin hat oder so, oder ob sie es jetzt wieder mal geändert hat. So war es ja auch bei Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Das ging eine Weile und dann ging es wieder nicht mehr. Also, naja, so ändert sich das eben manchmal. Aber ich glaube, das wird richtig cool. Demzufolge jetzt 1 Stunde 6 Banger. Mit unserem Talk wird es noch ein bisschen länger gehen. Wir haben jetzt so coole Late-Night-Show Fresh. vor uns. Kool Savas gegen Echo Fresh. Dexys sagt er. Let's go. Schönen guten Tag, mein mein Name Name ist ist Dexys Dexys. und herzlich. Oh, er macht es schneller als früher. Ne? Eigentlich war es immer, mein Name ist Dexys. Nochmal. Rewind, sorry. Nee, Klaus. Bei den Dingen, wo ich mir sehr unsicher bin, teste ich es natürlich vorher. Dann checke ich natürlich Uncut, ob es geht. Man kann vorher immer schon ganz gut rausfinden, ob es gehen wird oder nicht. Ich habe da schon meine Wege. Und wenn ich sehe, es könnte kompliziert werden, dann teste ich es auf die Art und Weise. Das wäre ja mega bekloppt, wenn ich es fertig schneide und dann so, oh Scheiße, es geht nicht. Nee. Schönen guten Tag, mein Name ist Dexis und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video. Ist mir bestimmt schon einmal passiert oder so. Vielleicht auch zweimal. Aber spätestens dann. Naja, umso öfter man das macht, weiß man natürlich so ein bisschen, auf was man achtet. Und das ist so ein Ding, wo man halt immer schon gerade bei diesem Reaction-Thema ein bisschen empfindlich schauen sollte. Weil das genau dann natürlich brutal wäre, wenn du da mehrere Stunden reingesteckt hast und dann kannst du es nicht mal veröffentlichen. Video geht um die Beef History von Kool Savas und Echo Fresh. Let's go! Kool Savas vs. Echo Fresh. Der Beef zwischen diesen beiden Rappern gehört für mich persönlich. Sorry, ganz kurz, Leute, es geht sofort los. Slef, weißt du, was witzig ist? Ich habe mir das schon gedacht, weil ich gesehen habe bei Get Swagger und bei Mahmood, dass unten der Beat nicht, also das Lied nicht geclaimed wird. Es gibt teilweise Songs, da wird es auch nicht geclaimed und wenn man eine Reaction hochlädt, passiert es dann trotzdem. Aber da das so alt ist, dachte ich schon, es könnte passieren, dass es durchgeht. Ja, das ist cool. Das ist doch eine richtig coole Sache. So, jetzt aber rein. Jetzt aber wirklich rein. Jetzt hören wir auf mit diesem technischen Talk. Jetzt lassen wir uns in die Welt von Dexys rein. Ein. Let's go. Jetzt aber wirklich. Kool Savas vs. Echo Fresh. Der Beef zwischen diesen beiden Rappern gehört für mich persönlich zu einer der bedeutsamsten Beefs in der Deutschrap-Geschichte. Im Jahr 1999 haben sie die beiden kennengelernt und später, also im Jahr 2002, unterschrieb dann Echo bei Optik Records und die beiden wurden zu einem Team. Aber wie ist der Beef überhaupt abgelaufen? Wo hat der Beef angefangen und wie kam es zur Versöhnung? In diesem Video werde ich mich mit diesen Themen beschäftigen. Da bei diesem Beef auch mehrere Personen involviert waren, werde ich auch andere Rapper erwähnen, ohne ins Detail zu gehen. Und da bei diesem Beef nicht alle damaligen Fernsehinterviews online verfügbar sind und der Beef auch ziemlich umfangreich ist, habe ich sie selber einfach nachgedreht. kann es auch sein, dass einige Tracks oder Videos in der Masse untergegangen sind oder auch gelöscht wurden. Aber trotzdem werde ich weite Teile des Beefs aufzeigen und alles zusammenfassen. Außerdem möchte ich noch erwähnen, dass ich bei den indirekten Lines nicht zu 100% garantieren kann, dass die jeweilige Person tatsächlich gemeint ist. Da ich diesen Beef aber so detailliert wie möglich aufzeigen möchte, erwähne ich diese Lines trotzdem. Aber genug zum Vorwort, beginnen wir mit dem Jahr 2003. Entschuldigung, Gruppe, dieser Film ist die richtige Betitelung. Ja, wir gehen das jetzt hier einmal richtig ab. Das Interessante für mich ist tatsächlich, ich habe das damals kaum verfolgt. Ich kannte wirklich nur die Abrechnung und das Urteil. So bin ich damals da rein. Und war ja voll auf meinem Agro- und Bushido-Film und so. Das heißt, die Vorgeschichte hier, die weit zurückliegenderen Songs, kenne ich auch gar nicht. Es ist wirklich krass, Juli, oder? Es ist einfach nur krass, was der Mann da jetzt wieder auf die Beine gestellt hat. Und es wird auch,
Es wird nichts fehlen. Am 7.8.2003 wurde bekannt gegeben, dass Kool Savas und Neko Fresh wegen musikalischer Unstimmigkeiten getrennte Wege gehen. Um den Grund für die Trennung genauer zu beleuchten, springe ich in die Zukunft. Auf der Jetzt kommen wir wieder auf die Sachen-EP aus dem Jahr 2009 gab es eine Doku, wo Eko sagt, dass Savas gegen den Videodreh von Ich bin jung, brauche das Geld war. Und danach kam es zur Trennung. Also das war ein... Passt die Lautstärke? Ist das okay so? ...ein Grund für den Streit. Und aus dem Track Das Urteil kann man interpretieren, dass Kool Savas der Meinung war, dass Eko einen Höhenflug hatte und er mit seiner musikalischen Entwicklung nicht zufrieden war. Aber zurück zu 2003. Und obwohl Savas nicht wollte, dass Eko ein Musikvideo dazu dreht, brachte Eko am 5. Okay, danke euch. Ja, also Savas hatte man ja eh das Gefühl, der hat sehr früh diesen King of Rap-Titel für sich beansprucht. Ich glaube, das ist mit der Zeit unwichtiger für ihn geworden, aber ich hatte schon das Gefühl, das war ihm auch sehr lange sehr wichtig, dass man so sagt, Savas ist der King of Rap. Und auf der anderen Seite, glaube ich, war Eko schon auch so eben sehr jung, aufmüpfig und ja, da sind dann wahrscheinlich einfach zwei große Egos aufeinander geprallt zu der damaligen Zeit. Wer aber jetzt wirklich mehr oder weniger gefühlt im Recht ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Hiernach werden wir bestimmt schlauer sein. Du hast es geschafft. 2003, die Single Ich bin jung, brauche das Geld raus. Diese Single landete auf Platz 5 der deutschen Albumcharts, war somit ein voller Erfolg. König von Deutschland war so das meiste, was der Savas vertreten wollte. Und bei Ich bin jung und brauche das Geld hat... Sieht leicht stoned aus, der Kollege, wa? Hat er mir vorher gesagt, wenn du das rausbringst, da kann ich nicht mehr hinterstehen. Ich stand aber hinter dem Song eigentlich wie eine Eins und ich wollte das rausbringen. Und kurz vor dem Videodreh rief er mich dann an und sagte, wenn du jetzt dieses Video drehst, dann ist mit diesem Videodreh die Arbeit beendet und dann bist du raus bei Optik Records. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern vom Videodreh. Da ging es mir richtig scheiße deswegen. Also ich war sowas von fertig. Ich konnte gar nicht das standhalten, dass ich gleich ein Video drehen musste. Und irgendwie habe ich mich dann aufgerafft. Die Leute haben mir gut zugeredet, komm, du musst das jetzt machen und was auch immer. Und irgendwie... War es, als ob so. Kann auch sein, dass andere Substanzen sind, aber irgendwas ist da, oder? Es ist einfach übertriebene Schlaflosigkeit. Aber interessant, ne? Ich hatte tatsächlich auch mal die Situation, dass ich einen Song damals, als ich bei meinem Label Made Music war, nach dem VBT, da wusste ich genau, welchen Song ich als erstes raushauen will. Und das wurde mir untersagt, weil gesagt wurde, das passt nicht, das ist nicht cool. Und das fand ich auch richtig scheiße. Das habe ich auch nie wieder dann in meinem Leben gehabt. Ich habe gesagt, das so okay, mach das einmal so, wenn das aber so ist, dann mache ich das nicht. Ja, und sowas ist natürlich auch doof. Ich verstehe schon, dass man so als, gerade in der Zeit hier, da ging es noch mehr um Rap. Und so, und Eko hat dann hiermit natürlich auch einen Move gemacht, der in der Rap-Szene ein bisschen, ne, nicht so gut ankam. Trotzdem ist es irgendwie auch doof, so. Wenn du als, man sollte als Künstler am Anfang schon darauf achten, vielleicht, dass man ein bisschen so sich ein Image aufbaut, ne, greifbar ist für die Leute und dass das nicht alles total durcheinander geht. Aber es ist schon ein scheiß Gefühl, wenn du so weißt, ey, das ist es gerade, das fühlt sich für dich richtig an und dann sagen andere, dass das nicht richtig für dich ist. Ist irgendwie nicht kein schönes Gefühl. Obwohl es auch durchaus stimmen kann mal, ne? Er hat vor dem Interview XXL-Stream gemacht. Ja, ist krass, dass die Szene sich da so ernst genommen hat, ja. War halt alles doch anders. Schicksal wäre, ging da wirklich regelrecht die Sonne auf. Und da kam auch dieser fette Look von dem Video da. Das ist so voll im Sonnenschein, die Sonne knallt auf dem Basketballplatz. Und das war echt wirklich so diese Stimmung, die da festgehalten ist. Das war so krass. Und dann habe ich das durchgezogen, Alter. Und dann The Rest is History, Alter. Das war so ein fetter Hit und da ging für mich ein ganz neues Leben los. Er ist der Freshste auf der Welt, denn er ist jung und braucht das Geld. Er lebe hoch. Ey, yo, sieh mich an und sag, er ist angesagt. Hass mich wegen meiner arroganten Art. Er ist der Beste, den es gibt. Hat deshalb Stress mit den MCs, er lebe hoch. Aus Mönchengladbach bis raus in die Welt, check mich auf, ich bin jung und brauche das Geld. Auch wenn die Single Ich bin jung, brauche das Geld ein voller Erfolg war, gab's noch Es ist halt alles aber auch andere Zeit, ne? Das darf man echt nicht vergessen. Es ist einfach aus einer anderen Zeit. Crazy. Leute, die ihn gehatet haben.
Einer davon war der Rapper Abdel Rodriguez von Label Raekwon. Er hat am 12. Oktober 2003 den Track Das Stück Scheiße veröffentlicht. Ein Diss-Track gegen Echo Fresh. Ich sag ganz locker, ich kille EKO, steht für Opfer und hat alles vom Savage nur gebeitet, weil er es am Scheiß ist. Gib mir die Kohle, die du den Kids stehlst, oh, du bist auf Schore. Echo heißt es, das Stück Scheiße. Daraufhin war am 25. Oktober 2003 eine Raekwon Jam in Paderborn. Und dort war Savage als Überraschungsgast dabei und hat Abdel Rodriguez sogar zum Album-Release gratuliert. Deshalb hat Echo auch später auf dem Track Die Abrechnung folgendes gerappt: Ich war dein Bruder, doch du warst neidisch auf meinen Hype und gehst auf diese Kinder-Jam, bevor mein Album erscheint. Auf musikalischer Ebene gab es zu diesem Zeitpunkt aber noch keinen Streit zwischen den beiden. Den Gründer kennt man nicht, aber das Label gibt es auch nicht mehr. Nee. Hat sich damals ergeben. Hat sich dann aber irgendwann auch erledigt. So kann man das zusammenfassen. Auf dem Freunde der Sonne Album Nur noch 24 Stunden hat Savage Echo auf ein Skit erwähnt. Und auf dem Album Ich mir Jung brauche das Geld hat Echo Kool Savage sogar Props gegeben. Nur noch 24 Stunden wurde am 13. Oktober 2003 released und das Album Ich mir Jung brauche das Geld am 3.11.2003. Man muss aber auch sagen, dass es sein kann, dass die Masterabgabe von den beiden Alben vor der Trennung war und diese Tracks deshalb auf den Alben drauf waren. Ich bin Germany's Most Wanted, der erste nasse Barsch, der je in Germany flown konnte. Wenn ich was höre, dann vielleicht du, Echo, Savage, wirklich so eine Sachen gefallen mir. Heute weiß ich, dass es kein Zufall war, denn ich war von Anfang an Kool Savage. Am 23.12.2003 erschien dann das Album Almost Famous von Lumi D. Und dort war Savage auf dem Track Crash in the Party vertreten. Und hier bezeichnet er sich selber. Krass, das war, sie hatte da diesen Song. Oh, oh. Das war auch hart. Und dort war Savage auf dem Track Crash in the Party vertreten. Und hier bezeichnet er sich selber als König von Deutschland. Einen Titel, den eigentlich Echo für sich beansprucht hat. This is my night, ich lass euch Toys nicht ran. Leute sagen es, du bist der König von Deutschland. Die kommt nicht voran, rauch zu viel Weed. 2004. Am 19.03.2004 kam dann die Juice CD Nummer 40 raus. Und dort war der Track Falscher Freund von den German Dream Allstars. Digga, das war damals auch so ein Ding, ne? Wer hat das Juice-Cover? Das war so wichtig für den Status, so. Das ist echt krass, dass damals so Printmedien auch noch diese Power hatten. Und der Track Egal was du tust, von Kool Savage, SD und Kaputt drauf. Wenn man sich die Lines von diesen beiden Tracks anhört, dann merkt man, dass zwei indirekte Diss-Tracks gegeneinander sind. 4 Jahre später, also am 29.04.2008, hat Echo in einem Hip-Hop-Daily-Text-Interview bestätigt, dass bei diesen beiden Tracks der jeweils andere gemeint war. In dem Interview sagte er auch, dass er seinen Track wegen der Stimmung her besser fand, aber der Track von Savage ihn seelisch getroffen hat. Vielleicht ist es auch so, du bist besser. Warum bist du überhaupt so ein Stichlässer? Kack auf die Bravo, ich geh. Nur ein Weg, mein Weg, ich seh nicht, was immer so war gewollt. Ich punch dein Album weg mit meinem Mixtape. Du siehst, das hat sich doch nicht gelohnt. Deine Freundschaft geht über Hip-Hop-Diskussion. Mein Flow ist zu real, zu echt, zu radikal und zu frech. Richtig, oh, er ist ein Label, das nicht jede Bisse zulässt. Wie du dich verhältst, ist arm, du kennst mich. Ich hab's nicht fürs Geld getan. Ich bin... Ey, es ist so geil, dass das jetzt auch wieder so battlemäßig gegenübergestellt wird. Ich liebe wirklich alles daran. Ich habe bis heute keine Juice in den Händen gehalten. Okay, das ist krass. Ich war auch nicht so derjenige, der da so Hip-Hop-mäßig krass hinterher war. Aber damals war es halt trotzdem voll das Ding. Und ich habe schon mal eine Juice in der Hand gehalten. Ich dachte, du sagst, das sei wichtig für den Start. Ja, für den Start war es vielleicht auch wichtig. Warst du mal auf einer Juice-CD? Ja, tatsächlich war ich auf einer. Und zwar mit dem Flugmodus-Song. 2014. Da war ich mit dem Song drauf und gab es auch so ein kurzes Interview in der Juice. Also abgehakt, den Punkt. Bravo Hip Hop Specials. Ja, Bravo Hip Hop war auch so ein Magazin. Ach, diese ganzen, Digga, diese Printmedien damals auch so fernab von Hip Hop. Kids Zone, Screen Fun. Geisteskrank. Ich habe noch Juice-CDs hier. Crazy. Ich habe nur Juice gekauft, weil Haiti auf dem Cover war und dann das. Und dann die allerletzte Ausgabe, sonst nie. Wann kam die letzte Ausgabe von der Juice? Gibt es die Kiko Juice noch? Also ich habe die Original nicht. Eigentlich auch eine Schande, ne? Pimp hat die bestimmt. Der sammelt sowas. Ich war dieser Kack-Nerd, der immer die Gaming-Magazine gekauft hat. Ja, ich habe auf jeden Fall Screen Fun und sowas, habe ich mir auch oft geholt.
Ich habe als Kind einen TV-Spielfilm gekauft, weil Jessica Alba auf dem Cover war. Jessica Alba auch schon so ein Ding gewesen. Auch, spielt schon in Kategorie Buffy mit. Doch, doch. Ja, ja. TV-Spielfilm, weil Jessica Alba auf dem Cover war. Das ist so absurd, ne? Aus heutiger Sicht. Oh Mann. Ja, wie gesagt, man gönnt sich ja sonst nichts. Zuletzt, wie du dich verhältst, ist arm. Du kennst mich, ich hab's nicht fürs Geld getan. Ich bin erwachsen, Bitch, du bist kein Pimp, kein G. Dein verficktes Player-Image passt dir nicht. Du hast ein Talent, was nicht viele haben, hast du gesagt. Was nur ganz wenige haben. Ich wollte nie weg von... Ja, 2019, letztes Juice-Cover, okay? Im April 2004 veröffentlichte Savage dann das Remix-Album Die besten Tage sind gezählt und das Mixtape Cool Savage Goes Hollywood. Und dort gab es indirekte Lines gegen Echo. Zum Beispiel rappt auf den Tracks das Setup: Ich bin jung, brauche Props, ich mach Geld sowieso. Hier macht er eine Anspielung auf Echos Track Ich bin jung, brauche das Geld. Ansonsten hat er noch auf dem König von Deutschland Remix die Props an Echo zensiert. Ich bin jung und brauche Props, ich mach Geld sowieso. Ich bin froh, Leute profitieren heute von meinen Flows. So, ich bin der King of Rap, König von Deutschland. Das Game ist voll mit Vollidioten und Heuchlern, Punks und Penissen. Ich hab diesen Tracks, du sollst dich besser produzieren. Echo zensiert. Ich bin jung und brauche Props, ich mach Geld sowieso. Ich bin froh, Leute profitieren heute von meinen Flows. So, ich bin der King of Rap, König von Deutschland. Das Game ist voll mit Vollidioten und Heuchlern, Punks und Penissen. Egal wie viele Schwänze du saugst, ich pass die Krone zu. Spring zu den Fans, die Crowd go. Dieses Tape ist Fire. Yeah, du bist der wahre König von Deutschland. Danach hatte Kool Savas am 20.04.2004 ein Interview bei Laut.de gehabt. Und dort sagt er folgendes über Echo: Ich kann mittlerweile nur noch über seine Kinderkacke lachen. Besonders wenn ich mir das neue Video LOV angucke, wo er barfuß zu extrem poppiger Musik auf einer Yacht posiert. Also man merkt anhand diesem Interview, dass Kool Savas zu dieser Zeit Echos Musik peinlich fand. Illmatic, der damals mit Savas cool war, hat sich ebenfalls von Echo distanziert, indem er sein Echo-Feature von seinem Album Der Junge Ilz gestrichen hat. Während dieser Zeit wurde Echo auch noch von Sido, Bushido und anderen Rappern gedisst. Laut.de war immer ziemlich streng, finde ich. Die waren immer so Reviews für Alben und so. Also die waren gut, auf die konnte man sich verlassen. Aber die waren immer relativ streng, so in der Bewertung. Der Junge Ilz gestrichen hat. Während dieser Zeit wurde Echo auch noch von Sido, Bushido und anderen Rappern gedisst. Und diese indirekten und direkten Disslines der ganzen Rapper wollte Echo nicht auf sich sitzen lassen und kündigte den Track die Abrechnung an. Ein Diss-Track gegen Kool Savas und alle anderen Rapper. Der Track landete am 23.12.2004 auf der Juice CD Nummer 49. Später wurde zu diesem Track auch ein Street-Video gedreht. Wenn meine CD rauskommt, wenn meine neue Single rauskommt, die kommt im Dezember on air, versteht ihr? Auf die Musikkanäle, versteht ihr? Und die heißt Abrechnung, dann ist alles vorbei, Leute. Dann ist alles vorbei, das sage ich euch. Dann wird kein Blatt mehr vom Mund genommen und Echo Rap wieder wie früher. Erzählt euren Freunden, Echo Rap wie früher, Mother German Dream, baby. Ey, ohne Spaß. Ich hatte ja eh die Tage schon so 2000er-Flash, ne? Ich höre gerade die ganze Zeit nur 50 Cent, Pharrell, Justin Timberlake, Neptunes, Timberland, Nelly Furtado. Ich höre gerade nur das. Weil das mich einfach an die Zeit erinnert, wo ich so eine Wertschätzung noch hinter Mucke hatte. Und wo man zu jedem Song irgendwie was verbindet. So... Einfach klar, ist natürlich auch Nostalgie dabei, aber zu der Zeit hat man Musik auch noch anders gehört. Und ich finde gerade, so wie Echo da sitzt und so das so erzählt, der Song kommt und dann ist alles vorbei. Das ist so geil, wie groß man so einen Song noch machen konnte. Wisst ihr, heute, klar, so kannst du auch irgendwie Welle machen und dann kommt dein Song und so, aber es ist halt einer von tausend, die gleichzeitig kommen und alles ist sofort abrufbar. Es ist nicht mehr so dieses... Ne, so, keine Ahnung, oh, der lief gerade im Radio, oh, wann kann ich den wieder hören? Oder das Video läuft gerade auf MTV, lass mal schnell laut machen. So, das feiere ich so doll, also diese Zeit von früher. Ich finde das so geil und das ist mir so viel wert, dass ich das erleben konnte. Bin ich so dankbar für, dass man so diese Erinnerung hat an diese Zeit. Und das, da muss ich gerade vor allem dran denken, hier, wie er das so erzählt. Wenn das kommt, ist alles over, so alles over, ist halt ein Song. Ja. Ich drücke sofort weiter Play. Laut.de ist dumm. Die behaupten, PTKs erstes Tape sei 2013 rausgekommen. Aber gut, vielleicht ist da ein bisschen was durcheinander gerutscht. Wie er rappt wie früher. Es ist 2004. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er 1997 schon krasse Banger gemacht.
Liebe 90s, 2000er, Hip-Hop, R&B, geilste Musik, ja, voll. Ist okay, Opa, ja. Aber es ist wirklich so. Da wurde jeder Song honoriert, allein schon, weil er ein Sechstel deines Handyspeichers eingenommen hat. Crazy Frog, das war Mucke. Da hat man noch gut seine D-Mark investiert. Du bist schon Anfang 30 und langsam zeigt sich, wie du es immer wieder schaffst und deine Mannschaft klein kriegst. Ich hab die Kunde wieder. Ihr habt genug gehatet. Ihr habt genug geredet. Ich bin nicht mehr gut zu jedem. Ich war dein Bruder, doch du warst neidisch auf meinen Hype und gehst auf diese Kinderjam, bevor mein Album erscheint. Ich hab die Krone wieder und ich rechne ab mit euch jetzt. Verdammt, ich hasse Deutschrap, weil jetzt jeder Affe Deutschrap. Willst du mich verarschen? Ich meine, willst du mich verarschen? Du weißt, alle deine Jungs haben mich verraten. 2005. In diesem Jahr war die Hochphase des Beefs. Nachdem Echo die Abrechnung veröffentlichte, kam 19.01. ein Echo-Interview bei MTV raus, ja, wo unter anderem auch über Savas spricht. In dieser Sendung wurden auch Telefongespräche gezeigt, wo Savas ebenfalls über Echo redet. Noch dazu war Echo bei Rapheads TV zu Gast, wo auch auf die Abrechnung angesprochen wurde. Was denkt denn deiner Meinung nach Savas von dir und was ist jetzt deine Meinung von Savas jetzt? Ja, irgendwie ist er auf die Idee gekommen, dass ich voll der unloyale Spaß bin, so, der weggeht, weil er Kommerz wird und weil BMG in den Arsch kriecht und bla bla und hier und hin und her. Das ist so sein Eindruck von mir. Und ich kann euch ganz genau sagen, was mein Eindruck von ihm ist. Das ist einfach nur, dass er ein bisschen hängen geblieben auf diese Rap-Kacke ist. Für mich lebt er in so einer Rap-DVD drin und kommt da nicht raus. Der Rap-Film ist der Grund, warum er jahrelang ein Fan von mir war, verstehst du? Als ich ihn getroffen habe das erste Mal, sein ganzes Zimmer war voll mit meinen CDs und mit meinen Tapes. Er war einer meiner größten Fans, ein Stan so gesehen, so weißt du? Erstmal Respekt, der Track gefällt mir sehr gut. Ich wurde gerade angerufen aus so einer Gruppe, deswegen war ich gerade ganz kurz abgelenkt. Ich gehe noch ein paar Sekunden zurück. Aber das war eben Patrice, ja. Dass er ein bisschen hängen geblieben auf diese Rap-Kacke ist. Für mich lebt er in so einer Rap-DVD drin und kommt da nicht raus. Der Rap-Film ist der Grund, warum er jahrelang ein Fan von mir war, verstehst du? Als ich ihn getroffen habe das erste Mal, sein ganzes Zimmer war voll mit meinen CDs und mit meinen Tapes. Er war einer meiner größten Fans, ein Stan so gesehen, so weißt du? Erstmal Respekt, der Track gefällt mir sehr gut. Danke. Nicht, weil er auf Disc geht, sondern weil das einfach ein ganz neuer Style ist. Den kannte ich persönlich vorher von hier gar nicht. Also gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und es sind aber auch viele Stimmen laut geworden, die gesagt haben, Echo macht das ganze Teil nur aus Promotion-Aktionen. Was kannst du diesen Leuten entgegenbringen, wie es aussieht? Guck mal, diese Stimmung, die ich auf den Track vermittle, so, das ist einfach meine Stimmung, die ich in mir habe, so, die ich in mir trage. Die können jetzt sagen, das ist Promotion und bla. Das ist einfach für mich das, was ich die letzten 2 Jahre durchgemacht habe. So. Und ich gebe das jetzt wieder. Und ich verstehe nicht, wie man denken kann, dass jemand, ein Junge, der gar nicht so ein Typ ist, was alle Leute wissen, der gar nicht so ein Typ ist, der jetzt rausgeht, Stress macht und jeden versucht wegzuboxen oder so. Wenn dieser Junge einen Track macht gegen 9 oder 10 oder 11 Leute, dann denke ich mal, hat er das nicht aus Promo-Gründen gemacht. Er versucht sich jetzt durch mich einen Namen zu machen, dann werde ich das für mich umdrehen, dann werden sich meine Leute, mein Bruder und mein Neffe und die ganzen anderen Leute, die vielleicht noch nicht so berühmt sind wie Echo, dann werden die sich durch ihn einen Namen machen. Die Leute werden im Endeffekt, werden die über ihn lachen. In 5 Jahren bin ich immer noch am Start, er kann dann irgendwo Brötchen backen oder so. Da Echo auf dem Track die Abrechnung neben Savas auch andere Rapper gedisst hat, haben einige Rapper auf den Track geantwortet. Aus Savas Umfeld hat zum Beispiel Magic mit dem Track vor Echo kaputt mit... War selbstverständlich keine Promo, ist ja klar. Warum soll er das machen? Also, ich diss doch nicht einfach so 10 Rapper. Hä, wie denn Promo? Ich reibe mich gerade nur mit diesem Mückenzeug ein, weil obwohl ich das schon gemacht habe, kommen die Viecher trotzdem noch. Es ist einfach unglaublich. Aber ich glaube, jetzt ist gut. Ich glaube, oft sind das so Telefonate tatsächlich auch mit Fernsehsendern. Oft war das doch so, dass die so zugeschaltet waren dann mal und irgendwie, ja, keine Ahnung, in irgendeiner Show quasi per Telefon zu Gast war. Ein Track geantwortet. So, ganz kurz nur. Da war das ja auch so voll, so eine News, so Breaking News bei MTV. Savas und Echo sind im Streit. Aus Savas Umfeld hat zum Beispiel Matic mit dem Track vor Echo kaputt mit dem Track ich gehe bei... Hab ich nachgeguckt, Jolni. Ich habe aber gesehen, dass Mückensaison in Original jetzt in den nächsten 2 Wochen endet. Und da habe ich mich dafür entschieden, es jetzt noch auszuhalten. Aber nächstes Jahr werde ich mich mückenmäßig, ich glaube, ich baue ein Zelt um unser Haus drumherum. Ein F und Nerd hat mir den Track verdanken geantwortet. Später hat Elmatic auch noch den Track nicht. Also, unsere Wohnung. Wir haben kein Haus, ihr wisst schon. Mit Ist veröffentlicht, wo auch noch Mekko Ist. Leider sind die Tracks vor Echo und Verdanken online nicht offenbar.
Deswegen werde ich nur die anderen meinen Tracks abspielen. Ab jetzt Beef, Homie, nie mehr L-O-V-E. Und du solltest dringend aufhören, so viel Yeo zu ziehen. Als allererstes scheiß auf dich und dein German Dream. Kaputt, mach Schluss mit dem Wörterkrieg. Ich weiß nicht, was du denkst, doch du warst mein Freund. Du bist jetzt der German Dream, dann viel Spaß beim Träumen. Wir sehen uns demnächst, Biatch, ganz allein. Und dann seh ich Echo Fresh wie ein Punker wein. Sei mal ehrlich, wem hast du dein Problem anvertraut? Wer war für dich da? Du hast deine Seele verkauft. Es hat dich groß gemacht, es kriegt dich klein. Ich dagegen bin nur hier, um dir zu sagen, ich bin dein Feind. Dann kam am 7. Februar 2005 Kool Savas Antwort auf die Abrechnung. Das Urteil. Die Premiere zu diesem Track erschien auf MTV TRL. Ich glaube, da haben ein paar Leute auf dich gewartet. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich... Digga, wollte ich sagen. So eine gute Zeit. Da sein doch. Ja, wir haben gerade den kleinen Finch. Es war Hit'em Up, Abklatsch, wenn man es so nennen will. Oder wurde gesampled auf jeden Fall. Gesehen. Schluss mit Wörterkrieg fand ich auch gut. Eine gewisse Thematik. Du hast ja jetzt auch schon geantwortet. Wir schauen uns ja auch gleich dein neues Video an. Ich habe mal eine Textzeile mitgebracht von Echo, die Abrechnung. Und ich möchte mal wissen, was du dazu sagst. Zitat. Denn wir waren doch das Dreamteam, nur du und ich werden wegen Groupies und nichts hast du unsere Zukunft Ich war dein Bruder, doch du warst neidisch auf meinen Hype. War es Neid, was euch auseinandergebracht hat? Mann, ich bitte dich, wie soll ich auf so einen kleinen Jungen neidisch sein, Alter? Im Endeffekt habe ich so alles, was er ist, habe ich gemacht, Alter. Daher von meiner Seite aus, Alter. Und für mich, das klingt wie ein Mädchen, was man verlassen hat, was einem nachweint, Alter, ganz ehrlich. Erinner dich, Checker, du Loser, scheinst du der Jam. Mein größtmöglicher Fan, mein persönlicher Stan. Du hast recht, ich bin fast 30 Jahre. Aber wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal. Hör, was du in Interviews sagst. Diese Schnitte hier hat er gemacht, nicht nur, weil er die Zeilen hervorheben will, sondern weil du nicht mehr als 4-5 Sekunden von diesem Song auf YouTube abspielen lassen kannst, ohne dass es gesperrt wird. Leute hassen dich nicht, weil sie mich lieben, sondern für deine Art. Du weißt nicht, was du da redest, das Game macht dich krank, ne? Komm, ich knipp dich aus wie eine Nachtischlampe. Du hast gerade gesagt, das klingt wie Kinderkacke oder wie ein Mädchen, das irgendwie beleidigt ist, aber warum antwortest du dann? So langsam könnte man ja meinen, das ist eine Marketingstrategie. Ihr habt euch abgesprochen. Ehrlich gesagt, ich rede mit dem gar nicht mehr, daher ich habe auch gar keinen Bock mehr auf den, daher dafür ist mir das auch zu billig, so. Weißt du, ich habe mittlerweile eine Fanbase und so weiter. Ich muss sowas nicht machen, um unbedingt jetzt im Rampenlicht zu stehen. Aber mir ist schon wichtig, was die Leute denken. Weißt du, er hat einen Track gemacht, wo er irgendwelchen Scheiß über mich labert und auf hart macht, dies, das, mit Action, Chakos und so weiter. Und ich musste irgendetwas zurückmachen, dass er einfach weiß, wo wirklich der Weg lang läuft, weißt du? Ich musste die Leute auch ein bisschen aufklären. Ah, okay. Aber so generell lässt du Leute sonst in Ruhe. Das war jetzt so eine konkrete Antwort. Mann, was soll ich denn da machen, Alter? Ich bin 10 Jahre älter. Sie stochert aber auch gut nach, ne? Sie wollte ihn schon auch ein bisschen rankriegen. So, ja, das Marketing, ja klar, funktioniert doch auch. Was willst du jetzt von mir? Klar mache ich einen Zoll zurück, aber funktioniert doch auch. Sonst in Ruhe. Das war jetzt so eine konkrete Antwort. Mann, was soll ich denn da machen, Alter? Ich bin 10 Jahre älter. Für mich ist die Sache eh gestorben. Der kann danach 20 Videos noch machen mit Thomas Stein, dies, das. Für mich ist die Sache gegessen. Was ärgert dich denn am meisten an Echo? Bring das mal ganz volles Rohr auf den Punkt. Das war doch echter Journalismus. Ist gut. Mann, Fakt ist, ich habe ihm am Anfang gesagt, guck mal, ganz ehrlich, das, was du jetzt machen willst auf einmal, diese Popstyles und so weiter, bleib lieber, Schuster, bleib bei deinen Leisten mäßig. Und er meinte, nee, ich will meine eigenen Fehler machen und so weiter. Ich muss jetzt Janet, Vanessa S. und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, leb dein Leben, aber glaub mir, die Leute werden dich mit Tomaten beschmeißen. Und so ist es dann auch gekommen. Und jetzt weint er darüber, jetzt will er zurück in den Underground oder irgendwas oder wieder auf hart, Gangster, dies, das. Ich finde es einfach arm, so, weißt du. Der soll einfach, hätte er auf mich gehört, dann hätten wir jetzt keine Probleme. Eigentlich aber schon lustig, rückwirkend betrachtet, dass dann ja später alles sich viel mehr in Richtung Pop entwickelt hat. Also es stimmt schon, so wie Echo das gesagt hat in diesem Interview. Er wollte offensichtlich nicht, dass er diesen Song rausbringt, diesen Ich bin jung und brauch das Geld. Und war halt wirklich so auch so ein Rap-Verteidiger, wie er das, keine Ahnung, sich noch etliche Jahre auch durchgezogen hat. Aber schon krass, dass die Szene in dieser Zeit so war, dass man da mit Tomaten beschmissen wurde, weil man halt irgendwie einen Popsong mal gemacht hat. Egal, ob es jetzt dann cringe war oder nicht, aber generell, dass man nicht offen sein konnte, dass man so, das ist nicht mehr Rap, so, deswegen darf man das nicht. Ich hab unsere Zukunft gefickt, es gibt keine Zukunft für dich, zumindest nicht als Rapper in diesem Biss. Hier ist euer Report, zeigt mich an, denn dieser Track ist wie Mord. Ihr hört den Besten, den King, den rappenden Tony Hawk. Aber bitte sag mir eins, Echo, was ist bloß mit dir los? Du bist Geschwister, irgendwie sag, wie kommst du bloß aus dem Klo? Du bist verrückt, du willst zurück, wer bist du nur? Was denn um hier und jetzt wieder Hip-Hop? Du bist Geburt, ich hab nicht mal gedacht, das stört dich voll und ganz. Ey, lutsch mein Schwanz.
Kurz nach dem Release von Das Urteil hat Ekko ein Interview bei Vio gegeben. Dort hat er seine Meinung zu Savage District geäußert. Und da in dem Musikvideo von Das Urteil ein SDD-Poster zerrissen wurde, hat SDD mit dem Track... Also wir sind ja nun wirklich alle möglichen Beef-Songs durchgegangen. Und ich glaube, auf dem Level wurde niemand mehr vernichtet. Also, das war schon auch vom Impact her am härtesten. Ekko konnte ja wirklich, der musste ja hardcore kämpfen, um sich zurückzubringen. Das kann man auch Ekko anrechnen. Der hat sich echt aus diesem Loch rausgezogen. Also doch, wer auch noch auf dem Level zerstört wurde, fällt mir gerade ein, ist K1. Aber der hat ja trotzdem funktioniert. Der war dann ja auch in den Medien und so. Ja, genau, Ray. Witzig, das ist auch direkt. Da war es vielleicht sogar noch härter erstmal, aber Kay ist dann halt einfach auf, der hat dann so einen Switch gemacht. Der hatte dann halt irgendwie, war dann halt DSDS und einfach so eine Gegenbewegung. Bei Ekko gab es keine Gegenbewegung, der war einfach nur der Buhmann. Kiko gegen TJ. Das ist natürlich auch noch so ein Ding gewesen. Ja, da wollte ich jetzt nicht so offensichtlich hier kunden. Die Lastschrift geantwortet. SDD wurde auch später bei Drum Dream gesigned. Ich finde den Song sehr gut. Ich habe ihm auch eine SMS geschickt und habe ihn zu den Song... Mit WTF-Banker zurückgekommen. Ja, jeder wie er will. Und gratuliert. Ich habe gesagt, guter Song. Und deswegen, ich muss mich aber mit meinem Song überhaupt nicht verstecken. Ich habe nach wie vor, meiner Meinung nach, ein Bombenbrett hingelegt, so mit Abrechnung. Und das ist erstmal nicht so leicht zu toppen, so finde ich. Und ja, also ich bin eigentlich zufrieden jetzt wo man vielleicht ein Resümee ziehen kann. Ich bin völlig zufrieden, weil meiner Meinung nach, er hatte ja nichts zu verlieren. So. Es ist so, dass man von ihm ja sowieso wusste, dass er rappen kann. Ist auch kein Mensch in der Bundesrepublik Deutschland bestritten hat. Aber bei mir war ja das Problem, dass es die Leute nicht akzeptiert haben. So. Und ich finde, da habe ich jetzt ein großes Stück Arbeit geleistet, dass es wenigstens ein paar Hempels so vielleicht jetzt im Nachhinein gepeilt haben, so, weißt du? Und ja, insofern bin ich eigentlich zufrieden. Und ja, ich laufe immer noch fröhlich umher. Ich hatte an dem Tag Hempels fand ich auch stark. Aber ich finde, er wirkt schon getroffen. Er wirkt schon sehr getroffen irgendwie. So nach dem Motto, och Mann, das hatte ich mir eigentlich schon ein bisschen cooler vorgestellt. Eigentlich war ich gerade kurz der King und jetzt bin ich ja auf einmal hier der Loser. Was ist denn da passiert? Aber naja. Ist ja trotzdem ganz gut. Jetzt wissen ein paar Hempels wenigstens, dass ich doch rappen kann. Ich laufe immer noch fröhlich umher. In der Bundesrepublik Deutschland. Ja, aber was willst du auch machen? Was soll er sagen? Soll er jetzt sagen, ja, ich wurde voll zerstört? Das hat mich ausgenockt. Also ist ja logisch. Schwierig halt in seiner Position, weil das Urteil kam einfach wirklich anders rein. So hat er sich das mit Sicherheit nicht vorgestellt. Und ja, ich laufe immer noch fröhlich umher. Ich hatte das ist so ein geiles Zitat. Ich laufe immer noch fröhlich umher. Ne? Stellt euch doch mal vor, das hätte K1 gesagt. Bei so einem Stern-TV-Interview damals. Ja, wie ist das jetzt bei Ihnen? Ja, ich bin aus Berlin abgehauen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, mittlerweile laufe ich schon wieder fröhlich umher. Fröhlich umher. Ein paar Zahnschmerzen und die haben mich ehrlich gesagt mehr belastet. Okay, und der Satz ist cool. Damals war ich leider noch zu jung, um das zu der Zeit mitzuerleben. Kann mir gar nicht vorstellen, was das für Wellen geschlagen hat im Deutschland. Das war geisteskrank, ja. Frohlockend. Ja, ich laufe immer noch fröhlich umher. Ich hatte an dem Tag Zahnschmerzen und die haben mich ehrlich gesagt mehr belastet. Ich will auch endlich, dass diese Sache aufhört, dass sie vom Tisch ist. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass... Wir brauchen auch ein paar neue Alerts. Wir müssen echt so ein paar Dinger uns eigentlich mal merken. Das hier ist eins davon. Dass jetzt so die gewisse diese Luft raus ist und dass auch die Freunde von oder die Supporter von Savage auch zufrieden sind, so, weißt du, dass sie sich auch freuen können, da bin ich echt froh drüber, weil das bedeutet ja weniger Hateration, so, weißt du, was ich meine? Das heißt, man nimmt den sozusagen diesen Hater-Wind aus den Segeln, weil sie denken ja, oh, Savage hat für mich schon gesprochen, der hat es schon für uns geregelt und insofern bin ich wirklich froh drüber. Jeder, der ihn hören soll, soll ihn hören, ich habe überhaupt nichts dagegen. Wogegen ich aber was habe und was ich absolut nicht akzeptieren kann, und das muss ich jetzt auch hier sagen, also das ist das eigentlich Einzige, was ich jetzt konkret dagegen sagen muss, gegen diesen Text von ihm,
Wo ich nicht damit leben kann, dass es in der Öffentlichkeit so dasteht, ist, dass er sagt, dass die Leute, die Jungs von mir, kein Niveau hätten beim Rappen. Das kann ich absolut nicht akzeptieren. Erster Punkt, warum das so ist, ist... Okay, aber interessant, oder? Wie er auf einmal jetzt doch so reingeht. Er war eigentlich so relativ passiv, finde ich. Ja, ist doch gut, die einen sagen jetzt so, die anderen so. Wir haben beide unser Ding gesagt und jetzt auf einmal kommt so richtig auf, was gar nicht klar geht. Also, jetzt holt er so erstmal so ein Buch raus. Ich weiß gar nicht, dass die Jungs von ihm nicht rappen können. Doch, er hat ja irgendwas, German Dream, alle tot. Wie sowas kam davor. Ein Niveau hat mein Rappen. Das kann ich absolut nicht akzeptieren. Erster Punkt, warum das so ist, ist, weil er nichts davon gehört hat, weil es noch keine CD von German Dream gibt. Das Einzige, was es gibt, ist ein Mixtape, weißt du? Und wie viel wert ein Mixtape im Gegensatz zu einem Album ist, das weiß ja jeder selber. So, das, und ich denke mal, nicht mal das hat er gehört, so, weißt du? Und insofern, sich so eine Meinung zu bilden, finde ich ein bisschen unfair. Und finde ich ein bisschen wieder, das geht wieder in diese Richtung, Fans mobilisieren, so, weißt du? Aber er muss es selber wissen. Du hast mein Ding geleckt, Mr. Okay. Er ist sehr hart getroffen, auf jeden Fall. Und ja, Ken, du hast recht. Natürlich bedeutet das nicht gleich das Ende. Auch viel Hate kann ja eine Grundlage für etwas sein, ne? Also ich glaube gerade sehr viele Leute, es gibt auch Stars oder so, die einfach nur erfolgreich geworden sind, weil alle sich darauf einig wurden, dass die Person heftig ist in dem, was sie tut. Aber viele haben ja auch polarisiert. So dieses Minus und Plus, dieses Ding hat es ja oft auch ausgemacht irgendwie, weil dadurch einfach ein Gespräch entsteht. Und wenn jetzt so, selbst wenn du in so einem Beef der Getroffene bist, kannst du ja, weil du dann die Aufmerksamkeit auch trotzdem bei dir hast gewissermaßen, wenn du dann geile Sachen machst, ist es auch dir echt wieder zurückholen. Also kommt dann drauf an, was man daraus macht, definitiv. Trotzdem, Echo hatte schon wirklich dann mit seinem Pop-Ding und so, da war die ganze Rap-Szene sich einig. Mich erinnert das gerade ein bisschen auch an das Gio Lion-Ding. Da war das ja auch so, dass Gio, da hat man ja gesehen, selbst in dieser Zeit war Rap noch mehr Rap, so wie soll ich denn das sagen, haben die Rap-Leute so zusammengestanden. Und ja, das hat sich viele Jahre so gezogen. Und Echo hat halt zu der Zeit richtig einen abgekriegt. So ein Lion, der hat auch eine Weile schon wahrscheinlich echt Probleme damit gehabt. Bei Echo war das halt noch so, das war halt auf TV-Ebene. So, und der ist ja aufgetreten und hat eine Flasche an den Kopf gekriegt und solche Sachen. Das war schon groß. Muss man sagen. Aber am Ende kann man, wenn man dran bleibt, glaube ich, sich aus all solchen Dingen auch wieder rausziehen. King of Rap, wenn ich spit, rollst du mit den Augen wie ein Kind auf Crack. In diesen Track musst du nicht lang nach einem Diss suchen. Wenn ich mit dem Mist hier durchkomme, will bald niemand mehr Savage die Bitch buchen. Du warst früher mal ein Champ, doch stehst kurz vor dem Knockout. Denn bald weiß jeder, dass Savage Jödery Cockout. Doch du kannst Diggy nicht savaschen, so wie Mel und die Jungs. Wenn du lange Haare hättest du dich sogar selber gebumst. Daraufhin wurde am 21. März 2005 der German Dream All-Star Sampler veröffentlicht. Und zu diesem Sampler kam die Single-Intro raus. Ich will das Cover doch mal sehen. Guckt euch das mal an. Hier Echo, Summer Jam, Manuelsen. Und hier weiß ich nicht. Aber das sieht doch auch... wie das aussieht, das ist so krass. Das ist so krass. Ach, Cupcakes ist das. Das hier ist so ein Sänger, ne? Auf jeden Fall, völlig irre. Das, finde ich, sieht älter aus als 2000. Das sieht aus wie so ein Cover von 1993. Fünfte German Dream All-Star Sampler veröffentlicht. Und zu diesem Sampler kam die Single-Intro raus, wo das Musikvideo eine Art Fortsetzung zu das Urteil darstellen soll. Was man zu dem Sampler noch sagen kann, ist, dass dort die Abrechnung drauf war und dass auf dem Track Komm her 2 Echo und Parzeien die Beef-Thematik angesprochen hat. Ich sag's euch nur zur Info, der Shit ist nur das Intro. Kein junger Mann, du willst meinen Untergang, doch ich sag leider immer nur, du spinnst hoch. Ich habe abgerechnet, Savas sagt, ich bin kack berechnet. Oh, meine Comeback hat man eher noch mit Pack gerechnet. Ich sag's euch nur zur Info, der Shit ist nur das Intro. Kein junger Mann, du willst meinen Untergang, doch ich sag leider immer nur, du spinnst hoch. Durch den Beef mit Savas bekam Echo aber auch eine ordentliche Hatewelle ab. Und es ging sogar so weit, dass Echo am 1.5.2005 bei einem Auftritt in Berlin eine Flasche ins Gesicht bekommen hat. Mittlerweile sind deine größten Feinde die Fans, no respect. Dein Album ist übel und weg, Flaschen fliegen wie Flugzeuge jetzt über dich weg. Am nächsten Tag. Boah, das ist echt übel, ne?
Das ist schon echt richtig fies. Dein Album ist übel und weg. Taschen fliegen wie Flugzeuge jetzt über dich weg. Am nächsten Tag, ich bin am Morgen aufgestanden und bin direkt durch Kreuzberg gegangen. All die Jugendlichen haben gesagt, gute Besserung, Echo AB, und alles Gute und sorry, dass es so gekommen ist. Also ich lasse mich nicht von meiner Arbeit abbringen. Wie gesagt, da muss schon was ganz anderes kommen. Daraufhin erschien am 23. Mai 2005 das Mixtape John Bello Story 1. Also da kann man wirklich auf jeden Fall Echo Respekt zollen. Der hat halt echt nicht aufgegeben. Der hat weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht und irgendwann waren sich alle eigentlich wieder einig, ja komm, jetzt ist auch mal gut. So mäßig. Ja, auf jeden Fall, Mariam. Wo auf einigen Tracks Echo gedisst wurde. Noch dazu hat Savage den Track Das Urteil auf das Mixtape gepackt und eins geht, wo Stefan Raab sich über Echo lustig macht. Das ist wie Fingernägel kratzen auf einer Tafel aus Schiefer. Das ist eine andere Liga. Eck, das ist brutaler als Jeepers. Ich verprügel deine Sorte. L-O-V-E. Was heißt, ich zügel deine Worte? Echo hat jetzt Fame, ich scheiß. Ach geil, diese Handschuhe, so dieser Style. L-O-V-E. Was heißt, ich zügel deine Worte? Echo hat jetzt Fame, ich scheiß auf dein Fotzen Erfolg. Deine Bitch geht auf die Waage und sie zeigt Fortsetzung voll. Jeder mag die Shitplayers, Girls und Haters. Und manche covern Hits wie World's Greatest. Armer Echo, warmer Ghetto. Kugek, du wirst grad exekutiert von armer Ghetto. Geh meinetwegen ekopieren. Wir haben Beef und deine Jungs müssen sich drehen, tätowieren. Mann, Echo, was soll der ganze Scheiß? Diss-Track, Miss-Track, Homie. Ich bin ehrlich und gib zu, dass du mal besser warst. Doch heute fick ich dich dein Rap genau wie Stefan Raab. Danke, ja, aber das finde ich lustig. Echo Fresh? Ja. Kennt einer Echo Fresh? Ja. Ihr kennt nicht Echo Fresh? Das läuft rauf und runter, das Video. So ein kleiner Hans Wurst aus Mönchengladbach, der immer sagt, er ist der Dopste, er ist der Größte. Ja, da singt immer so einer, er ist der Größte und seit er im Game ist, wollen ihn die Bräute. Und dann kommt er immer noch, aus Mönchengladbach, du warst schon anders, Welt, keiner macht schon anders, ist er bei mir gefällt, ich bin der Größte. Weißt du, kennst du nicht Echo Fresh? Da müssen wir unbedingt mal zeigen, habe ich letztens bei Poppers und Pops gesehen. Da war der. Ja, boah, das ist auch einfach... Auch Sinnbild für gutes Fernsehen, oder? Stefan Raab war schon auch einfach, weiß ich nicht, also das ist ja schon sehr alt. Ich meine, Echo war später ja öfter da zu Gast und so. Das muss ja ganz am Anfang noch oder wirklich noch zu der früheren Raab-Zeit gewesen sein. Aber krank. Müssen wir unbedingt mal zeigen. Habe ich letztens bei Poppers und Pops gesehen. Da war der. Ja, also Hans Wurst habe ich nicht gesagt, Echo Fresh, falls du uns liegst, du bist natürlich der Dopeste. Diese Disslines wollte Echo nicht einfach so stehen lassen und hat die Promophase zu seinem Mixtape After Your Story gestartet. Im Rahmen dieser Promophase kam der Track Putte raus, wo Kool Savas gedisst wurde. Ey, yo, fick deine Story, Nutte, das ist die letzte Rettung. Geh besser jetzt in Deckung, das ist Elektro-Echo. Das Mixtape After Your Story sollte am 5.9.2005 erscheinen. Da aber das Label Sony BMG eine Veröffentlichung verboten hatte, kam es dann doch nicht raus. Laut Echos Aussagen fand das Label das Mixtape zu hart, doch dazu meinte er, dass nach dem Track Das Urteil das Label sowieso auf Kool Savas Seite war. Und während Echo Probleme mit der Veröffentlichung seines Mixtape hatte, war Kool Savas auf der Optik Takeover Tour. Der erste Auftritt dieser Tour war am 13.10. und der letzte am 4.11.2005. Und im Laufe dieser Tour hat Savas den Track Der Untergang live als A Cappella gerappt. Der Untergang war ein Diss-Track gegen Echo Fresh, den Kool Savas vor das Urteil geschrieben hatte. Diesen Track wollte Savas als direkte Antwort gegen die Abrechnung veröffentlichen. Aber dann hat er sich entschieden, Echo mit Real Talk Line zu dissen. Und deshalb kam das Urteil raus und der Untergang wurde live performt. Guck mich an, ich gegen dich ist wie M gegen Benzino. Kennst du die gegen Free? Way, Pack gegen Chino, Excel und Assad gegen Reem. Du warst down mit mir und fast. Diese ganzen, das macht mich gerade schon wieder komplett perplex, was Dexys da alles auspackt. Wie er gerade jetzt eingeleitet hat, welche Bars Savage da jetzt live a cappella rappt. Das ist wirklich schon wieder geisteskrank. Und bei Raab muss ich sagen, was ich sehr, sehr nice finde, ist, dass der sich wirklich an seine Worte gehalten hat. Dass der gesagt hat, ich gehe jetzt und der ist wirklich einfach gegangen. Hat mal irgendwie eine Live-Show, irgendwie Gelsenkirchen oder so, irgendwas mal gemacht. Aber generell war das bei Raab schon sehr, sehr straight, wie der dieses, die Fernsehwelt verlassen hat. Einfach so, nee, ich habe schon immer gesagt, mit spätestens 40 höre ich auf und jetzt ist soweit und bumm. Und dann war er weg. Man hört einfach nichts mehr. Aber er ist ja im Hintergrund wohl bei sehr vielen Sachen mit involviert. Jetzt sind wir kurz fernab davon.
Raab war für mich unerträglich, er hat seinen Gästen jegliche Aufmerksamkeit geneidet. Ich kann verstehen, also ich glaube, Raab war jetzt nicht everybody's darling. Für mich ist Raab Kindheit und Jugend. Und auch ich hatte mal so das Gefühl, ja, momentan sappelt er den Gästen oft dazwischen und so weiter. Aber wer Raab seit der ersten Stunde kennt und das alles verfolgt hat, glaube ich, dass die meisten in ihm also eher eine positive Erinnerung haben. Für mich ist Raab einer der Goats, auf jeden Fall. Kann ich nicht anders sagen. So schön, diese alten Videos zu sehen, hat mir das tatsächlich nie reingezogen. Ja, ist krass, ne? Das hier gibt's auf YouTube. Hm. Macht der Raab auch nicht so. Ist auch okay. Okay, wir gehen weiter rein. Gucken wir mal, was er als A Cappella jetzt Echo an Kopf wirft. Guck mich an, ich gegen dich ist wie M gegen Benzino. Kennst du die gegen Free? What? Way, Pack gegen Chino, Excel und Assad gegen Reem. Du warst down mit mir und fast MC. Und willst jetzt Battle Player, lass, das ist Blasphemie. Du verlierst wie Bräute hier heute, du wirst getreten von 100 Leuten gekreuzigt und entsorgt wie ein totgeborener Säugling. Ich hab dich wegen Groupies verraten, was soll das bedeuten? Nix, ich bete, lass diesen Teufel sterben, noch heute und. Das ist dir zu deutlich, sorry, doch bald ist der Ärger um. Thomas Stein kann nichts dafür, doch ich bring dich und Jäger um. Komm her, du Hund, Ekel, Echo, Bitch, Bora, bald fliegen wieder. Zippos und Flaschen, Karten und Tassen, Matratze, Stühle, Tisch und Schrank. Hey, das ist nicht fair, weil ich mit dem Pump kämpfe sein verschwendetes Leben voll und ganz beende. Wie bei jungen Pits, ich muss dich schweigen, wer der Chef im Ring ist. Dir mit diesen Zeilen zeigen, wer der echte King ist. Du bist finished, Echo Wack, Echo Frosch, Echo Freak. Ich zertrappe deinen Kopf, solange es nur mein Echo ist. Du bist dünner als ein Heizungsrohr. Ich schreis dir ins Ohr. Ihr könnt nichts gegen Optik ausrichten. Du kannst deine Leute grüßen von ganz Optik ausrichten. Ihr hört meinen Flow und sagt, du heiliger Scheiß. Dieser Junge ist der Heilige Geist. Ich schneid dir ins Fleisch. Ihr treibt es zu weit und Beef mit OR und dem Kick. Doch euer Urteil ist gesprochen. Game over ohne Bewährung. Und du bist aufgewachsen. EK ohne Ernährung. Dünn wie ein Strich. Ich entferne dich. Fischgesicht mit einem Wisch. Lass ihn, er weiß es nicht. Besser bald auf Klo, diese Memme. Was für eine Krone, die bleibt höchstens bei mir, Kirsch oder Sammy. Und du erlebst nicht mehr den Tag, an dem die Leute Respekt geben. Wie beim Bund, ich schreie dich an und lass dich dann wegtreten. Keine Angst, erkläre mich, seh dich nicht in der Wolfwecke. Ich in deinen Körper tot in einem Sarg aufs Holz stecke. Und du kommst nicht weiter, dem Auto ist kein Splitter. Ich komm in deinem Boden, Kind, und schreie nicht. Ich weiß, das Leben ist hart, Player. Und du brauchst keine Schönheits-OP mehr. Steck nur dein Gesicht direkt in den Rasenmäher. Gute Nacht, Maria. Meine Mutter, dass du isst, weiß, Koks und Kips. Ich hab Geschichte wie ein Porsche, geht Gas wie ein RS6, mit Style wie ein SL und Flow schöner als ein CLS. Du bist ein Smart, ein K, nicht mehr als ein Push. Ich komm mit meiner Truppe, greif durch, härter als Busch. Das macht Ding Dong, der King Kong, sauer wie King Kong. Schlägt dein Schädel auf die Platte wie Ping Pong. Und Mann, und jeder disst mich auf diesen tricky Apfel-Shit. Das ist für mich wirklich unglaublich, als Akte X, ich kack auf dich. Du nicht wirklich hart wie ein Halbsteifer. Optik Army, das ist die Hip-Hop-Version der Al-Qaida. Hör den Burst und von mir, du Hermaphrodit, König von Deutschland, wer der letzte Track ohne Melanie Speed und du und Valeska war wie Bruder und Schwester Eck. Und auf einmal hat der Bruder mit der Schwester Sex. Inzest und ich mach nicht, ich bin Red, du fuck die Gott, ich wollte mich doch mal Tomo, find ich Homo und das ganz umsonst. Die Leute sagen, Bravo, er ist wieder in Topform. Vielleicht will die Leute bei der Bravo und Popcorn. Wirklich ein Track, geiles Kram. Er klingt mieser als Jam oder Reptile. Hör dir den Part an und fahr davon auf deinen Fahrrad. Doch vergiss nicht, ich war da für dich, als dein Vater nicht da war. Hat mich gerade ein bisschen erinnert an die 100 Splash Bars von Samy Deluxe. Kennt ihr das noch? Das war damals auch crazy. Irgendwie immer geil, wenn so Rapper A Cappella spitten, oder? Ich finde, das hat immer irgendwie was. Man merkt hier richtig, wie wichtig ihm das war, so Statements zu setzen. Das Beste ist aber der Interviewversuch von Paddy von Super RTL mit Stefan Raab. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht, Slav. Hab als Kind zum Maschendrahtzaun getanzt in der Schule. Flow Monster Punchline King. Ja, also was man echt sagen muss, Savage hat es wirklich immer hinbekommen, sehr, ich mache nebenbei nur Mücken-Scout,
sehr melodiös zu rappen. Der hat so abwechslungsreich geflowt, es wurde halt wirklich nicht. Es wurde wirklich nicht langweilig. Also alleine hier, wie viele verschiedene Flows, wie er das einfach rappt, ist so ja, spannend zu hören, weil so viel passiert. Das ist cool. Aber auch ein bisschen Selbstbeweihräucherung, sowas zu kicken, wenn du weißt, dass alle Leute, die im Raum sind, dich sowieso feiern. Ja, gut, das ist natürlich auch so ein bisschen dann halt so Rap, ne, so gerade dann noch zu der Zeit so nochmal so ein bisschen Stempel markieren, bisschen Eier auf den Tisch, gehört dann auch dazu, so Rapper-Ego, also gerade in dieser Zeit noch mehr, also da muss geflext werden, es ist auch eine Disziplin, fünfte Hip-Hop-Element, flexen. Jetzt zurück zu Echos Mixtape. Letzten Endes kann sein, dass FA sowas auch mal gemacht hat. Hat es Echo geschafft, eine abgeänderte Version des ursprünglichen Mixtapes zu erstellen. Dieses Mixtape nannte er dann F immer noch deine Story und veröffentlichte dieses Werk am 16.12.2005 als direkte Antwort gegen die John Bello Story von Kool Savas. Scheiß auf, dass du jetzt von jedem der Liebling bist, Savage. Und die Suppe BMG kriecht auf tief in deinen Arsch. Ich hab mich spontan entschieden, ihr seid am Arsch. Ihr seid kaputt, denn man hat euch Savage. Du bist kein Türke, Savage. Komm in mein Viertel, Savage. Komm her, Hackernab, ich schick dich hier mit einem Gürtel, Savage. Sonnenbank, neues Handy und die Chrysler unterm Arsch. Fenster unterstellt, Musik und ich scheiße auf Savage. Deine Story, das hier sind Witze, du nicht Fans, Gang. Harlem oder Grand Brains, das macht immer Bang Bang. 2006. Am 17. Februar 2006 erschien der erst gute junge Sampler Nemesis. Auf diesem Sampler war auch Echo vertreten und hier rappte auf dem Track König persönlich. Leute mieten sich für Stunden ein Tretboot, denn der erst guter junge Hype geht los. Zieh's auf dein iPod. Echo Freezy, oh mein Gott, rappen ist ein ziemlicher Scheißjob. Boom! Das war krass. Das war meine Zeit. Aber auch beste Line. Leute mieten sich für Stunden ein Tretboot. Denn der erstguter junge Hype geht los. Was ist das für ein Zweckreim? Er wollte einfach nur der erstguter junge Hype geht los sagen. Mieten sich für Stunden ein Tretboot. Also hat er ein Album als Antwort auf ein anderes Album aufgenommen. Ja, das hier war jetzt ja auf jeden Fall der Sampler. Das war der erstguter junge Sampler. Wird mir mit dir auch für Stunden ein Tretboot mieten. Dankeschön, Mago. Vielen Dank. Ich mit dir bestimmt auch. Persönlich eine indirekte Line an Kool Savas. Du rappst mit Ruby D und alle rufen sie. Jetzt kommt ein Free-Track, wo ich mir nicht sicher bin, ob da wirklich 2006 rauskam. Und zwar der Track macht die Szene hart von Farid Bang, der damals noch Farid Urlaub hieß. Ich persönlich denke, dass der Track 2006 rauskam, da 2006 auch das Album Ghetto Codex von Farid Bang geplant wurde und er in einer Zeile Ghetto Codex erwähnt. Warum ich diesen Track erwähne? Zu diesem Track gibt es eine Hintergrundgeschichte. Und zwar meinten Farid Bang und Echo im Twitch-Stream aus dem Mai 2023, dass Savas und Echo eine Reunion geplant haben. Aber da Farid Bang in diesem Track Frankie Kubrick gedisst hat, wurde das Ganze abgeblasen. Der Echo und Savas waren kurz vor der Reunion. Nee. Und aus Lust und Laune einfach von der Seite, ich stieße Frankie Kubrick. Savas, was hast du da für, was weiß ich, gesigned? Ich will jetzt hier nicht mit. Ey Savas, was hast du da gesigned, Alter? Karibik Frank, das ist doch nicht dein Ernst. Der Farid war einfach so ein Teufel, ne? Sag mir jetzt ehrlich, das ist kein Rapper, Alter. Neben diesem Track gab es auch einen kleinen Seitenhieb gegen Savas und Frankie Kubrick auf dem Track Der blutige Pfad Gottes. Auf dem Free-Track war neben Echo Fresh auch Farid Bang vertreten. In diesem Jahr wurde Kool Savas auch zu MTV eingeladen und in dieser Sendung hat man ihn zu Echo Fresh angesprochen. Schau auf meine Wahnsinnsuhr drauf, du kommst mit Frankie Kubrick, ich mit Farid Urlaub. Savas, du hattest ja auch mal etwas Beef mit einem Herrn, der jetzt mit Bushido zusammenarbeitet, Echo oder Ekrem. Wie ist da so der Stand der Dinge, habe ich mich gefragt. Es gibt keinen Stand der Dinge. Gibt's nicht? Nö. No talking zwischen euch beiden. Also nein. Auch gar keinen Bock drauf. Nö. Ich glaube, das braucht noch so... Irgendwie wirkt Savas da ganz anders, ne? Alter, ist das sick. Diese Zeit, Mann. Diese Zeit. Ohne Spaß. Einfach mal nochmal so ein Jahr bewusst in dieser Zeit leben. Das war insane. Das war wirklich insane. Anders. Andere Welt einfach gewesen zu dem Zeitpunkt. No talking zwischen euch beiden. Nein. Auch gar keinen Bock drauf. Nö. Ich glaube, das braucht noch so ein halbes Jahr. Ja doch, das ist Ferris. Ja oder ein Jahr oder aber dann ist es auch nicht. Nie wieder. Bitte? Vielleicht noch ein halbes Jahr, ein Jahr und dann? Nee, ich gehe nicht davon aus.
Jetzt kommen wir zum Jahr 2007. In diesem Jahr hat Echo Fresh einen Track veröffentlicht, wo auf dem Beat von Nichts zum Sonst von Savage rappt. Und auf diesem Track ist da wieder Frankie Kubrick und diese Lines könnte man auch als indirekte Lines gegen Savage interpretieren. Kann aber auch sein, dass Savage hier nicht gemeint ist, weil er einige Lines später die alte Zeit anspricht und ein Bild mit Savage eingeblendet wird. Noch dazu kam am 13. September 2007 ein Interview von Echo Fresh bei Hip Hop Daily raus. Und dort meinte er, dass der Beef mit Savage ihm geschadet hat und er mit Savage quitt ist. Meine Bande nimmt dich in die Mangel, bis du Blut scheißt. Front der German Dream, während du Frankie Kubrick gut heißt. Und ich denke nach, Bruder, weißt du noch die alte Zeit? Ich fühle das jedes Mal, wenn ich ein neues Album schreibe. Und zweitens wüsste ich gerne, ob du sagen würdest, dass... Der Toxic ohne Bart ist auch wild. Bis heute, wo das Ganze viele Jahre her ist, dir in deiner Karriere vielleicht dieser alte Beef mit Savage nach wie vor schadet. Der hat mir 100% geschadet, Alter. Aber teilweise war ich selber schuld, weil ich in der Zeit des Beefs, ich war einfach nicht bereit, Mann. Ich war noch zu jung, weißt du, ich wusste die Art of War noch nicht, weißt du, was ich meine? Ich wusste viele Sachen noch nicht. Ich hab auf mich zukommen lassen. Ich dachte, die Leute sehen das schon von alleine, aber die sehen das nicht, Alter. Du musst es denen in den Kopf einbläuen. Und das habe ich versäumt. Ich habe viele Fans dadurch verloren, aber scheiß drauf. Weißt du, ich kann die wieder neu gewinnen und ich bin quitt, Alter. Mit dieser ganzen Savage-Geschichte bin ich quitt. Weißt du, der hat mir geholfen, der hat mich auf die Map gebracht, aber der hat mir auch ziemlich viel in mein Leben reingeschissen, so, weißt du, was ich meine? Ich musste die Hölle durchleben. Ich weiß gar nicht, ob der das überstanden hätte. Wenn der das durchleben müsste, was ich durchlebt habe, der wird gar nicht mehr rappen, Alter. Der wird, glaube ich, irgendwo, was weiß ich, Alter, irgendwas machen, weißt du? Und wir sind einfach quitt, Mann. Also das muss man tatsächlich sagen, ich weiß es nicht in Bezug auf Savage, das will ich mir nicht anmaßen zu sagen, aber da hätten mit Sicherheit einige aufgegeben oder aufgehört. Also der hatte wirklich mit richtig, richtig viel Hate zu kämpfen und der hat die ganze Zeit weitergemacht. Das muss man ihm wirklich anrechnen. Ich habe über diesen Mann nichts Schlechtes und nichts Gutes zu sagen. Wir sind einfach quitt. Ich wünsche dem sogar Erfolg, Alter. Der soll sein Ding machen, weil mir hat er damals geholfen. Wie gesagt, die schlechten Sachen zähle ich jetzt mal nicht dazu und soll er sein Ding machen, Alter. Aber wir werden sehen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich finde, ich habe die tighteren Acts bei mir auf dem Label, Alter. Das kann ich voller Stolz und Selbstbewusstsein sagen, Alter, ich bin 10 Jahre jünger, aber hab die tightesten Acts auf meinem Label. Okay, wir sind, was das Business betrifft, was diese ganze administrative Scheiße betrifft, nicht so weit wie ihr. Okay, Alter, wir sind auch gerade neu. Und wir sind Ghetto, Mann, wir kennen das nicht. Verstehst du? Uns muss erstmal einer helfen, uns muss erstmal einer sagen, du musst erstmal das ausfüllen und bla, das machen. Das muss uns erstmal erklären. Zerstörungen sind immer nur einen Tag heutzutage haltbar. auch geil, so, dass er dann aber so, er findet auch nicht den Moment, irgendwie abzuschließen, oder? Das ist die ganze Zeit so. Ich habe nichts Gutes zu sagen, aber auch nichts Schlechtes. Es ist so ausgeglichen. Es ist wirklich, ist gut. Da könnte aufhören, aber dann immer so. Also wie gesagt, ich habe nichts Gutes geschenkt, aber ich habe die tighteren Acts. Bin zwar 10 Jahre jünger, aber die tightesten Acts habe ich. Aber ich habe eigentlich auch nichts Gutes, aber auch nichts Schlechtes. Aber übrigens, Frankie Kubrick, immer noch Hurensohn. Also, mal als Zitat. Zitat, was es nicht gab. Ihr wisst, was ich meine. Kein Problem mit Frankie Kubrick. Warum? Weil wir das nicht kennen. Und was jetzt, Alter? Was ist, wenn wir das kennenlernen? Könnt ihr uns da noch aufhalten? Ich glaube nicht. Verstehst du? Danach kam die Promophase zu Echos Album Machiavelli. Und im Rahmen dieser Promophase hat er einen Machiavelli Exclusive Track rausgebracht, wo Five Bang seinem Feature-Part in Optik-Member Armada ist. Ja, so aus dem Kontext schneiden, scheiße. Zu Five Bang muss man aber auch noch sagen, dass Five Bang ebenfalls Beef mit Savage schon einigen Optik-Rappern hatte. Soweit ich das verstanden habe, sah Echo den Beef zwischen Farid Bang und Savage, unabhängig von seinem Verhältnis mit Savage. Aber Savage hingegen fand das gar nicht cool, was man im späteren Verlauf noch sehen wird. Deshalb nicht wundern, warum ich Dislines von Farid Bang einblende, während Echo positive Lines an Savage richtet. Aber zurück zum Thema. Am 20.11.2007 hat Echo außerdem noch den Free-Track Toy Soldiers veröffentlicht, den es bei Hip Hop Day zum Gratis-Download gab. Und in diesem Track kriegt der friedliche Zeiler Savage. Verdammt, ich hab meine Lektionen gelernt, mein Lehrgeld bezahlt, es war auch verkehrt mit Savage. Düsseldorf, Junkies, Fixer, spritzen den Arm, nix ist vergessen und ich fick hier am Arsch. Hörst du diese friedlichen Zeile? Ich hab keinen Beef mehr mit keinem. Streamt Frankie Kubrick? Keine Ahnung. 2007 war Savage auch bei MTV TRL zu Gast. Und dort wurde er wieder mal auf Echo angesprochen. Zum Beispiel hat man ihm nach seiner Meinung zu dem Track Ring Frei gefragt. Ring Frei war die erste und einzige Single von dem Echo Valley Album.
Echo Fresh und Kool Savas. Da wird gleich wieder so tuschel. Aber hörst du dir überhaupt noch Musik von ihm jetzt überhaupt an, um dir eine Meinung dazu zu machen? Also, sag doch, ich höre doch auch Dings, ich gucke doch auch Fernsehen und so und automatisch kriegt man ja die Sachen mit, aber ich höre keine ganzen Alben. Gut, aber ansonsten, wo rap-technisch muss man ihn ja schon anerkennen, er kann es ja irgendwo immer noch, weil ansonsten hättest du ihn ja auch damals nicht gesigned. Natürlich, der war auch besonders damals, war er technisch seiner Zeit auf jeden Fall voraus, sage ich mal, vom Feeling her, was er auch so gebracht hat und so weiter, das war schon was anderes damals. Daraufhin kam am 23. November 2006. Ist ja auch, ich meine, was soll man auch sagen? So, ja, der kann nicht rappen. Hä? Ja. 7 dann auch das Album Machiavelli raus. Und dort rappt Echo in ein paar Tracks positive Lines an Savage. Währenddessen hat Farid Bang auf dem Track irgendwann den Optik-Member kaputt gedisst. Und nach dem Album hat Echo am 19.12.2007 über MySpace bekannt gegeben, dass er mit dem Rappen aufhört. Ich hatte den besten Lehrer, das ist die Echo-Ära. Euer Label ist im Arsch, vielleicht hilft euch die fette Vera. Ich komm mit ein Skalpell wie ein Schönheitschirurg. Zerfick kaputt und beschütt mit Öl sein Idols. Abrechnung. Ich kam mit einem Geniestreich zurück. Heute möchte ich einfach nur noch real sein, sonst nix. Wer uns zur Wasch waren wie Cam und Jewel? Wer gab Thomas Stein ein Korb, denn ein Mensch ist selbst. 2008. Wie schon gesagt, hat Echo im Vorjahr bekannt gegeben, dass er mit dem Rappen aufhören möchte. Heute wissen wir, dass er es nur gemacht hat, um aus dem Sony-Vertrag zu kommen. Aber zu diesem Zeitpunkt wurde das in der Rap-Szene ernst genommen und deshalb wurde Savage... Digga, ich dachte gerade original, guck mal, hier ist Savage und hier ist auch Savage. Und ich dachte, das ist so ein Interview von Savage und diesem Typen, der bei Spotify die Klicks gekauft hat. Diesem Kai... Ey, Savage geht als Kai zum Karneval, Digga. Ja, also ich, ja, so. Ja. Ey, was ist das für eine Synchro? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Um den Vertrag zu kommen. Aber zu diesem Zeitpunkt wurde das in der Rap-Szene ernst genommen und deshalb wurde Savage auch in den Interviews dazu befragt. Die folgenden Interviews kamen im Januar 2008 raus. Jetzt hat Echo vor kurzem seinen Rücktritt verkündet. Was denkst du darüber? Also, Genugtuung wirst du wahrscheinlich nicht spüren. Oder wie siehst du dann das? Wäre ich ja ein Hater, wenn ja, ich genug Tunes spielen würde. Ja. Warte mal, Moment. Jetzt sag mir, das ist doch Savage, oder nicht? Das hier ist doch Savage, oder nicht? Bin ich dumm jetzt, oder was? Wieso ist das denn hier so geschnitten? Seinen Rücktritt verkündet. Was denkst du darüber? Also, genug Tunes wirst du wahrscheinlich nicht spüren. Das ist nicht Savage. Das sieht doch original auch aus wie Savage, oder nicht? Bin ich dumm? So, wie Einbrecher-Version. Oder wie siehst du das? Dann wäre ich ja ein Hater, wenn ja, ich genug Tunes spielen würde. Spürst du ein bisschen Mitleid, so, weil du früher gut down warst? Oder ist das ich finde das schon scheiße. Einfach? Ich sag ganz ehrlich, ich finde das nicht gut, Alter, dass Rapper aufgeben müssen, weil sie sehen, dass es nicht funktioniert, Alter. Also, weißt du, dass sie mittlerweile nichts verkaufen, weil einfach alle Leute runterladen und weil keiner damit mehr Cash macht, so, weißt du. Das ist auf jeden Fall schade, so. Ich finde das nicht gut, Alter. Für mich, Alter, von diesem Dings-Aspekt her. Für mich war ja schon kein Thema mehr, so, weißt du, als wir uns getrennt haben, weil wir da schon musikalisch überkrass in zwei verschiedene Richtungen gegangen sind und später seine Entwicklung, so, weißt du, gab es nur noch wenig Songs von ihm, wo ich gesagt habe, der ist so wie das, was ich von ihm erwarte, rap-technisch, was er kann, Alter, dass er das umgesetzt hat, so. Aber unabhängig davon, Alter, ist der ja jetzt, der ist ja nicht auf einmal der oberwacke Rapper oder so, weißt du. Der kann ja ganz normal rappen, Alter, und der kann ganz normal gute Songs machen, wenn er will, so. Und keine Ahnung, der hat einfach nur einen anderen Geschmack als ich, so, weißt du, im Endeffekt muss man das auch zugeben, so, das ist einfach, es wäre jetzt auch behindert zu sagen, Alter, dass er von heute auf morgen alles verlernt hat, aber daher ist es schade, Alter, wie gesagt, aber seine Entscheidung, ich meine, der ist jetzt auch erwachsen, so, der muss für sich auch gucken, was in seiner Zukunft passiert, ob er wirklich mit Rap jetzt wirklich weitermachen will, so, für mich gibt es erst 20 oder so, weißt du, oder 22, 23, der kann sich noch alles aussuchen, so, weißt du, der kann noch alles machen, Alter, für mich jetzt anzufangen, irgendwas anderes zu machen, ist doch bescheuert, Alter. Das Ding ist, ich hab's letztens schon in dem Interview gesagt. Ja, Savage. Also das wäre ja auch wirklich ein Unding gewesen, wenn das jetzt hier der Moderator gewesen wäre, Junge. Ich finde das... Ja, man, alle, meine komplette Welt an... Anschauung habe ich gerade bezweifelt. Prinzipiell jetzt nicht nur auf Echo bezogen, Sample hat es ja auch zurückgetreten. Dicker! Jay-Z ist ja vor einiger Zeit zurückgetreten, da habe ich mich auch schon ein bisschen geärgert. Ja Rule wollte zurücktreten, Eminem wollte zurücktreten. Ey, Paul Junge, was geht denn ab? Schön, dass du am Start bist. Und Dankeschön, MF Doom, für den Follow. Pituna auch, Dankeschön. Prinzipiell finde ich das nicht gut, Alter, wenn Rapper zurücktreten müssen, aus finanziellen Gründen, sage ich mal, weil sie jetzt das nötig haben, einen anderen Job zu machen oder so, weil sie sagen, sonst kommen sie nicht weiter.
Aber ganz echt, subjektive Entscheidung, Alter. Jeder muss, wie gesagt, nochmal für sich selber wissen, was am besten für sein Leben ist, Alter. Und da habe ich keinen Einfluss drauf, Alter. Das ist Gottes Wille, Alter. Am 16. Juni 2008 kam dann ein Hip-Hop-D-Interview von Kool Savas raus. Und in diesem Interview wird er gefragt, ob auf dem zweiten Teil von der John Bello Story wieder gedisst wird wie auf dem ersten Teil. Hier antwortet Savas, dass auf John Bello Story 2 keine einzige Disszeile drauf ist. Danach kam am 01.08.2008 der Freetrack Pimp Der Brinks von Echo Fresh raus, wo auf dem Beat von King of Rap von Savas rappt. Noch dazu veröffentlicht Echo am selben Tag das Album Lost Tapes, eine Zusammenstellung aus unveröffentlichten Tracks. Auf diesem Album sind sowohl Tracks dabei, wo Echo Savas Props gibt, als auch disst. Alle Tracks, wo Savas gedisst wird, spiele ich euch kurz ab. Hustle ist schwer, mein altes Label passe nicht mehr. Ich bin jung und brauch das Geld, in die Kasse muss mehr. Er war kein Superstar, dann traf er Kool Savas. Doch dieser fuckte ihn nur ab und war ein schwuler Arsch. Hustle ist schwer, mein altes Label passe nicht mehr. Ich bin jung und brauch das Geld, in die Kasse muss mehr. Wart auf Agro, ihr habt Optik geschoben. Doch leider sind jetzt diese beiden doch nicht mehr oben. Und wie du schon gesagt hast, Alter, diss mich, da ist nicht ein einziger Diss so, ist, weil, gerade weil ich auch wusste, Alter, die Leute werden nach dem ersten Teil jetzt, wo die eh schon dachten, das wäre alles jetzt gegen eine Person oder was weiß ich, dass sie jetzt natürlich suchen werden, so, oh, wo ist das, und die Sache ist für mich längst abgeschlossen, so, weißt du, Alter, da bin ich Dings, Alter, schon ein paar Jahre drüber jetzt, und darum hatte ich überhaupt nicht ansatzweise Bock, Alter, dass da irgendwas drauf ist, was missverständlich sogar verstanden werde, was hätte missverständlich sein können und was die Leute falsch auffassen könnten. Deswegen ist es auf jeden Fall straight Optik Bello Time Durchdreher. Jetzt bin ich der King der Westside, bis das Step aus meinem Sektor. Esther nannte mich früher immer Hector. Yes, yo. Daraufhin erschienen drei Interviews. Echo hat aber wirklich wieder die WTF-Lyrics ausgepackt. Am 7.9. ein Savas-Interview über 16 Bars, am 21.9. ein Echo-Interview über 16 Bars und am 9.10.2008 wieder ein Savas-Interview, aber bei hiphop.de. In dem 16-Bars-Interview meint Savas sinngemäß, dass er es nicht gut findet, dass aus Echos Umfeld immer noch Seitenhiebe gegen ihn kommen. Und Echo antwortet darauf in seinem Interview, dass er nichts gegen Savas hat. In dem hiphop.de-Interview wird Savas dann auf das 16-Bars-Interview von Echo angesprochen. Und hier äußert er sich auch nochmal dazu. Dann noch Echo, da in letzter Zeit aus... Ganz kurz. Wie findet man denn diese ganzen Ausschnitte? Dexys muss ja jedes Interview von Savas geguckt haben, dann zeitlich eingeordnet haben, weil die bestimmt auch teilweise als Reupload nur noch da sind, und das irgendwie zu einer gesamten Story dann so geschnitten haben. Also ohne Spaß, ich finde, das ist wirklich ein saugut gemachtes Video. Ich muss das wirklich sagen. Das ist richtig geil. Das ist wie jetzt, als hätten wir bei Netflix so eine Rap-Doku angemacht. Das ist einfach richtig gut. Gibt's kein Reden. Das ist richtig gut so aufgearbeitet. Und hier äußert er sich auch nochmal dazu. Also weil, wenn man, also selber sowas zu erstellen und das alles rauszusuchen und so, das sind so viele Stunden Arbeit. Und es ist ja wirklich schlüssig. Es ist ja wirklich alles super schlüssig. Ich dachte jetzt so, ja, Beef zwischen Echo und Savas, es geht jetzt eigentlich nur bis kurz nach das Urteil. Aber hier ist ja noch richtig der ganze Rattenschwanz, alles mit dran. Dexflix. Also, das ist wirklich strong. Ich glaube, Dexys hat Quellen, die nicht öffentlich zugänglich sind, 100%. Der hat so Zugang zur Asservatenkammer. Bleibt nur zu hoffen, dass er Hilfe beim Sichten hatte. Man weiß es nicht. Aber es ist wirklich echt gut gemacht. Also, no joke. Dann noch Echo. Da hat in letzter Zeit ausgesehen, als ob da so eine Art Waffenstillstand irgendwie herrschen will. Da kam auf jeden Fall relativ wenig von euch. Jetzt hat Farid Bang aber auf seinem Album wieder ein paar Zeilen an Optik gerichtet. Hast du das verfolgt? Hast du das mitbekommen? Nee, das habe ich nicht gehört. Aber ich habe 2005 kam doch das Urteil. Alter. Ich habe ja danach gesagt, ich will nichts mehr sagen. Und ich habe wirklich fast gar nichts gesagt. Und wenn überhaupt, war es immer nur erklären zu irgendetwas. Aber ich habe ihn als Person überhaupt gar nicht mehr angegriffen oder irgendetwas. Und keine Ahnung. Wie gesagt, er hatte oft genug die Möglichkeit zu zeigen, was er für ein Mensch ist, so weißt du, und wo er steht, weil er auch gesagt hat, er ist jetzt erwachsen, er steht da und da und so weiter. Und an seiner Stelle, wenn ich an seiner Stelle wäre, ich hätte diese Möglichkeit genutzt, so weißt du. Gerade zum Beispiel in dem Moment, wo Optik geschlossen hat, so weißt du. Bestimmte Situationen. Und ich erinnere mich, als er zum Beispiel gesagt hat, dass er aufhört zu rappen, habe ich noch ein Statement gegeben in einem Interview dazu. Und ich habe ehrlich aus meinem Herzen gesprochen, so weißt du.
Und ich weiß nicht, ob er aus seinem Herz spricht oder ob er so verbittert und so voller Hass ist, dass er immer wieder so, weißt du, linksrum, rechtsrum, irgendwie immer diese, wie nennt man das, Alter, diese Seitenhiebe, so, weißt du, verteilen muss oder dass seine Leute immer wieder was sagen müssen, so, weißt du. Bei mir ist es anders. Wir sind aber, darum sage ich, wir sind zwei ultra verschiedene Menschen, so, weißt du, Alter. Und daher, wie gesagt, er muss selber für sich wissen, was das Beste ist für ihn, so, Alter. Und er muss selber das für sich entscheiden. Keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen, Alter. Was du mich im Vorfeld des Interviews gefragt hast, war, dass du gerne auf die Savas-Geschichte angesprochen werden möchtest. Und zwar hat er bei mir im Interview was gesagt, was du gerne klarstellen möchtest. Kannst du das einmal tun? Ja, also ich stelle da mal klar, lieber Savas. Auch irgendwie doof, wie hat er das gerade eingeleitet? Kannst du nichts sagen, Alter. Was du mich im Vorfeld des Interviews gefragt hast, war, dass du gerne auf die Savas-Geschichte angesprochen werden möchtest. Und das ist irgendwie so dumm formuliert, oder so? Es wäre doch viel cooler, so aus der Journalistensicht oder jetzt für Echo gewesen, so. Savas hat ja jetzt neulich was im Interview gesagt. Willst du dazu Stellung nehmen? So, weißt du, dann ist das doch viel cooler. So, du, so lässt sie das richtig wurstig irgendwie aussehen. So, was für eine Einleitung. Und zwar hat er bei mir im Interview was gesagt, was du gerne klarstellen möchtest. Kannst du das einmal tun? Ja, also ich stelle da mal klar, lieber Savas, ich habe letztens... Also, ne, man kann das jetzt so sehen. Stell mir mal eine Frage zu Savas, dass das wurstig ist, aber auf der anderen Seite ist es eher scheiße, wenn der das sagt, so, ich würde dazu gern Stellung beziehen. Wenn du magst, es kann ja sein, dass der Echo hingegangen ist und hat gesagt, ich würde gern Stellung dazu beziehen, kannst du mich irgendwie darauf ansprechen? So, dann ist das ja nicht so, ey, stell mir mal eine Frage, sondern irgendwie, wenn du magst, mach das Thema ruhig auf, ist kein Problem, ich verliere da ein paar Worte zu. Dann ist ja, man weiß jetzt nicht, wie es genau war, aber selbst, also so stelle ich es mir vor. Und dann kommt der Journalist so und formuliert das so, das lässt sich ja wirklich wie den letzten Sack da sitzen. Du hast dein Interview gesehen bei 16bars.de. Und da sagst du, dass quasi ich der Aggressor wäre und von mir immer noch Sachen kommen würden. Das sehe ich und auch meine Jungs total anders. Es gab mal eine Zeit, da hast du mich gedisst, grundlos, und ich habe gar nicht darauf reagiert. Dann gab es wieder eine Zeit, da habe ich dich grundlos gedisst und du hast nicht darauf reagiert. Die sind chronologisch, war meine Zeit danach. Und das ist der einzige Grund, warum du das jetzt sagst. Aber ganz ehrlich, Alter, von mir kommt nichts, von mir kommen nicht die schlechten Vibes. Bei uns wird nur gut über dich geredet, weißt du, und zieh doch mal einfach den Stock aus dem Arsch, Alter, weil darauf wartet ganz Deutschland. Zwar nicht die 20 Leute, die um dich rum sind vielleicht, aber alle anderen, Alter, wenn du nur auf die Straße gehst und mal fragst, wird jeder dir dasselbe sagen, Mann. Wir mögen dich hier, wir haben nichts gegen dich, also don't hate, celebrate, mother. Yeah. Das, was er meint, ist, dass hier und da... Wirkt so ein bisschen ironisch irgendwie, ne? Vielleicht hat er aber auch gesagt, erinnere mich mal daran, was zu Savas zu sagen. Ja, ist auf jeden Fall jetzt auch nicht ultra schlimm. Ich fand es trotzdem ein bisschen komisch eingeleitet. Für den Interviewten hätte man es ein bisschen schöner formulieren können, das meine ich nur. Gute Worte. Ja, also wenn es so ernst gemeint ist, dann ist es ja letzten Endes so nach dem Motto, wir haben kein Problem. Ist alles gut. Dann sollte das Thema ja eigentlich ab dem Moment auch zu sein. Das Video geht aber noch 26 Minuten. Auch wieder diese Aussage, geh mal auf die Straße und frag die Leute. Er feiert wieder Shots, aber will ja eigentlich nett sein. Er kann das irgendwie nicht, ne? Er kann das nicht, ohne nochmal einen mitzugeben. Es ist jedes Mal irgendwie wieder so. Wir haben wirklich hier kein Problem, wir haben kein Problem. Also du hast ja damit angefangen. Also ich fand das auch ziemlich scheiße damals. Wir haben kein Problem. Aber ich fand den einen Diss-Track danach auch schon ziemlich kacke. Deswegen habe ich dann auch einen gemacht. Er hört einfach nicht auf. Gestichelt wurde, vielleicht wie auf Farids Album und so weiter. Aber ey, weißt du, das ist eine Sache, die hat er uns beigebracht. So, weißt du? Er ist damals gekommen. Deichkind, du bist scheiße oder was auch immer. Weißt du, das ist so ein Turn, auf den der mich damals gebracht hat, weißt du? Und nur weil der den jetzt nicht mehr fährt, kann er ja nicht den jungen, hungrigen Leuten wie ein Farid Bang, der das auf jeden Fall verdient hat, rauszukommen und deswegen dadurch seine Hungrigkeit quasi preisgibt, durch solche Aktionen, so, weißt du? Das ist einerseits ehrt man ja auch einen, indem man ihn disst, andererseits will man Competition und dies und das. Das ist eine Sache, ein Film, den Savas Deutschland gezeigt hat, Mann. Und der kann jetzt nicht so junge Hüpfer wie den Farid Bang, der einfach geil rappt, Alter, was auch ein Savas zugeben muss, weißt du, was ich meine? Jetzt sage ich wieder, weißt du, was ich meine? Aber der
irgendwie schon clever, das so ein bisschen so zurückzuspielen, ne? Auf der einen Seite so diese Props zu geben, das haben wir ja von ihm gelernt. Und dann aber so deswegen machen wir es jetzt. Ich muss es einfach zugeben und kann das nicht schaden, Alter, weißt du? Und der Farid hat auch schon zu Ergendice gesagt, dass es geregelt ist und bla. Und Ergendice hat auch gesagt, es ist geregelt. Daher ist die Sache für uns gegessen, so, weißt du? Von uns kommen nicht die ganze Zeit Disses oder wir denken nicht die ganze Zeit, wir müssen die dissen oder was auch immer. Überhaupt nicht. Das ist sowas von gar nicht unser Ziel oder sonst auch. Okay, kommen wir. Man sieht gerade, Dexys musste einfach einen Cut machen, sonst würde er jetzt, hätte er noch ein Jahr weitergeredet. Einfach so mit drin. Pff, weg. Der junge Hüpfer Farid, ja. Ja, der ist ja auch, der hat nämlich alle gedisst. So hat er seine Karriere aufgebaut. Und interessant, was MF Doom hier schreibt, dass Echo oft als Backup von Savage ihn ihm den Arsch früher live gerettet hat. Das ist interessant. Sowas von gar nicht unser Ziel oder sonst auch. Okay, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was gerade aktuell ist. 16 Bars, diese Woche Echo-Interview. Ich bin sicher, du hast gehört oder von gehört, hast nichts gesehen. Ich will nicht mal darüber reden, wirklich. Auch nicht die Reaktion im Interview, im Internet mitbekommen, was die Leute dazu sagen, diese Hype, was das alles wieder auslöst, wo auf einmal Tausende wieder. Er scheint echt müde davon zu sein. Schreiben und drüber reden und sagen, boah, wie krass, wie krass. Und das, obwohl das Ganze ja jetzt schon 5-6 Jahre vorbei ist, langsam, ne? Seit 2005 war das und die Leute, die immer was dazu schreiben, Alter, die haben doch gar nichts damit zu tun. Die sind nicht in meiner Situation, so, weißt du? Ich würde mir wünschen, dass sie meine Situation wären oder dass sie überhaupt gar nicht sich vorstellen können, wie etwas für mich ist, so, weißt du, Alter? Und die denken, das ist alles nur ein Spiel und das ist alles nur Spaß oder keine Ahnung. Ich meine, für mich ist ja allein schon so, warum sind er und ich überhaupt so weit gegangen, dass wir uns in der Öffentlichkeit angreifen, was eigentlich schon ein Tabu ist, so, weißt du, auf dem Level, dass man wirklich auch persönliche Sachen sagt, so, weißt du. Und ich meine, er hat auch wirklich Sachen gesagt, die auch sehr, sehr hart unter der Gürtellinie waren, so, weißt du, die schon wirklich in den Bereich gehen, wo man sagt, geht. Guck mal, er kann es aber auch nicht. Er kann es auch nicht. Er muss auch weitermachen, hat eigentlich gar keinen Bock, aber jetzt geht's wieder los. Auch sehr, sehr hart unter der Gürtellinie waren, so, weißt du, die schon wirklich in den Bereich gehen, wo man sagt, geht eigentlich gar nicht klar. Unabhängig davon, ohne Wertung, Fakt ist jetzt, wenn man überhaupt so weit geht und die Leute kennen mich ja und die wissen, normalerweise würde ich das nicht machen einfach so, dann müssen die sich fragen, warum so, weißt du, denken die, dass das nur so jetzt so Fun, ach komm, wir inszenieren jetzt irgendetwas, das doch. Da sind beide gleich gut drin. Im eigentlich jetzt einfach mal so unterbinden, einfach, ich will nicht mehr und weiterreden. Das können beide gleich gut. Unentschieden für mich. Unsinn, daher, also warum gehen die davon aus, dass das alles für einen so einfach ist, weißt du? Und unabhängig davon, ich will zu diesem Thema eh nichts sagen, so, weißt du? Für mich wirklich, mein Dings ist, Alter, ich würde mir am meisten wünschen, dass man gar nicht darüber redet, Alter. Ich fand halt nur bemerkenswert, weil du hast in diesem 16-Bars-Interview gesagt, er sagt, er wäre erwachsen geworden und so, und da kann man auch drüber stehen und hast so ein bisschen... Weißt du, ich will nichts sagen, aber... Weißt du, heute hätte es Boxkampf gegeben, ja. Sicher über sein Statement, was das Ende von Optik betrifft. Ich will nicht sagen aufgeregt, aber hast schon gesagt, findest du nicht ganz cool. Und jetzt macht er halt diesen Schritt letzte Woche. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob du es gesehen hast bei 16bars.de, dieses Interview. Und geht halt krass auf dich zu. Jetzt mal ganz von dieser Rap-Sache abgesehen. Ich persönlich, ja, ich habe ja auch Freunde und man streitet. Das ist wirklich krasser Kader. Mods, sowas von raus. Eitet sich im ganz normalen Leben und sagt, okay, so, weißt du, man hat ja irgendwie Stress, man kann sich wieder vertragen. Und da geht dann halt meine Frage hin, glaubst du, dass es schwieriger ist, einen solchen Streit zu beenden, weil er in der Öffentlichkeit ist, weil man sich vielleicht 5.000, 10.000 Fans gegenüber auch mit rechtfertigen muss? Meinst du, es wäre einfacher, wenn man einfach untereinander ist und sagt so, okay, pass auf, komm, scheiß drauf. So, weißt du, was ich meine? Gut. Der hat's gut gemacht, der Interviewer, ihn jetzt voll wieder in dieses Gespräch reinzuholen. Das hat ja wirklich sowas von gar nicht geklappt, da nicht mehr drüber zu reden. Das ist genau unkreativ. Schön, dass du da bist. Einfacher, wenn man einfach untereinander ist und sagt so, okay, pass auf, komm, scheiß drauf. So, weißt du, was ich meine? Gute Frage. Ich sag so, Alter, wenn ein Freund von mir, Alter, bis zum gewissen Level geht, so, ich finde, das ist auch Streits unter Freunden, das geht nur bis zum gewissen Punkt, Alter. In dem Moment, wo du allen Ernstes zu jemandem bestimmte Sachen sagst, so, oder über deinen Freund zu jemand anderem bestimmte Sachen sagst, so, finde ich...
Ey, das ist so krass, Matthäus. Das hat neulich hat jemand schon mal geschrieben, dass er so viele Werbung bekommen hat. Ich habe das eigentlich gar nicht so stark eingestellt. Vielleicht hat Twitch irgendwas erneuert und es sind automatisch ist diese Standardeinstellung oder die Einstellung, die ich hatte, in die Standardeinstellung umgeswitcht oder so. Weil Twitch will ja immer einen dazu bewegen, dass er mehr Werbung einstellt. Ich habe eigentlich nicht so viel. Ich habe immer das Niedrigste vom Niedrigsten eingestellt gehabt. Das Niedrigste, was ging. Ich werde mir das auf jeden Fall, gut, dass du das sagst, ich werde mir das nochmal anschauen. Natürlich, dass da Werbung kommt, so, da kann ich auch nichts dran machen, das ist eben so. Aber ich habe immer probiert, jetzt die Leute nicht komplett damit dicht zu kacken. Alter, ist... Ich habe selten Werbung und dann nur zwei. So in der Art müsste es auch eigentlich sein. Also, keine Ahnung, es wundert mich. Also ich sag's euch, wie es ist. Natürlich freue ich mich, wenn ihr einen Sub dalasst. Aber auch wenn ihr das nicht tut, und also aus welchem Grund auch immer, dann möchte ich nicht, dass jemand dann wirklich alle 20 Minuten 8 Werbung reinkriegt. Also das ist auch nicht cool. Dafür stehe ich nicht. So möchte ich das nicht. Dann ist so... Das ist so, als ob du etwas, so einen Faden zerreißt und den dann wieder zusammenknotest. Aber der wird nie wieder diese Standfestigkeit haben, wie es davor war. So, weißt du, ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber das ist so, da, für mich ist dann echt etwas so irgendwie auch kaputt, Alter. Und das ist jetzt nicht, weil ich hypersensibel bin, sondern weil, ganz ehrlich, ich würde das auch verstehen, wenn jemand anderes auch bei mir so sehen würde. Ich finde, das sind bestimmte Richtlinien des Lebens so, Alter. Und ich finde, wenn du so weit gehst und Sachen über jemanden sagst, Alter, dann meinst du das ja auch so, weißt du? 2009. Wie Savas schon im 16 Bars Interview aus dem Vorjahr erwähnt hat, hat sich Optic Records aufgelöst. Diese Tatsache hat Echo dann für sich genutzt und auf dem Track Day and Night gegen Savas gestichelt. Der Track Day and Night war auf dem Serious Sam Album Westside Meets Westside Volume 1 drauf, welcher am 5.2.2009 erschienen ist. Am 1. März 2009 kamen auch ähnliche Sticheleien auf dem 100 Bars Cup Dunks Track raus. Du fickst mit jedem, aber nicht mit Egg. Homie, dein Label ist Geschichte jetzt. Ich glaube, Echo hat noch auf keinem Beat nicht gerappt. Was ist mit deinem Label? Ist es nicht mehr da? Ist nicht relevant, keiner nimmt dich wahr. Neben den eben abgespielten Tracks gab es Anfang 2009 noch einen Track, wo eine Dissline gegen Savas gefeuert wurde. Und zwar auf dem Track German Dream is Back von Echo Fresh, Farid Bang und Cupcakes. Dort rappt Farid Bang in der Hook gegen Savas. Noch dazu veröffentlichte Cupcakes am 3.4.2009 ein Cup Dunks Exclusive Track, wo auch Echo Fresh, Hakan Abi und Summer Jam als Feature vertreten waren. Und auf diesem Track machen Echo Fresh und Hakan Abi eine Anspielung auf Savas Track Rap Film. German Dream, wir ficken dein Ohr, dein Opa und benehmen uns wie sommerliche Ureinwohner. Hakan Abi, bist du auf dem Rap-Film hängen geblieben? Nein, ich lass meine fetten Eier hängen im Süden. Außerdem kam es dazu, dass Echo im 16. Okay. Was? Was für eine Line. Ich bin nebenbei nur hier auf dem Jagd. Man kennt's. Nein, ich lass meine fetten Eier hängen im Süden. Für mich Boss Explosive Kandidat. Außerdem kam es. Das, also, hä? Dass die bei Boss Explosive noch nicht drin war, oder? Eigentlich müssen wir das einschicken. Kann man Lines einschicken? Das wäre voll krass, wenn wir es schaffen in die Folge so. Und benehmen uns wie sommerliche Ureinwohner. Hakanabi, bist du auf dem Rap-Film hängen geblieben? Nein, ich lass meine fetten Eier hängen im Süden. Außerdem kam es dazu, dass Echo im 16 Bars Telefoninterview auf eine Versöhnung mit Savas angesprochen wurde. Das Telefoninterview kam am 22. Juli 2009 raus. Hast du zu deiner EP eigentlich Savas angefragt? Ich meine, die Fans weiß ja selber so. Hab ich nicht angefragt, Alter. Der Savas, ich finde krass. Ich werde jetzt halt ohne Ende drauf angesprochen, weil ich das halt, obwohl ich es eigentlich erklärt habe in der Doku und wie ich finde ganz gut erklärt habe. Und der Grund, warum alle mich drauf ansprechen, ist, weil er halt nichts dazu sagt, so weißt du. Ja, ja, weil, und weiß ich auch nicht, bekannt, Alter, dass du dir eine Versöhnung vorstellen könntest. Weißt du, was ich meine? Und ich kann da immer nur das Gleiche sagen. Was soll ich dazu sagen, Alter? Weißt du, natürlich wäre das krass, wenn ich mit dem was machen würde, aber das ist so fern von meiner Realität, dass ich das gar nicht. Darüber nachdenken brauche, weil ich kann nur das sehen, was vor mir ist, so, weißt du? Und wenn er nicht vor mir ist, dann ist es halt nicht so, Alter. Dann ist das halt gescheitert, Alter. Da kann ich jetzt auch ein Spiel machen, so, weißt du? Haben die jemals nochmal einen Track zusammen gemacht? Auf jeden Fall kennt man mich als einen aufgeschlossenen Menschen, als einen positiven Menschen und so kannst du dir vorstellen, wie ich reagieren würde, so, weißt du, was ich meine? Außerdem bin ich auch schon immer eine Sau gewesen, sag ich mal, weißt du? Und bin immer für solche Späße gut und für Countdown gut und für Sachen und für hast du nicht gesehen.
Und weißt du, was ich meine? Also da habe ich irgendwie mehr ein Faible für, wie er wahrscheinlich. Weißt? Okay. Daraufhin kam 21.08.2009, die EP Jetzt kommen wieder auf die Sachen von Echo Fresh raus. Und dort wurde Savage auf dem Track Wer zuletzt lacht erwähnt. Auf dem Titeltrack Jetzt kommen wieder auf die Sachen rappt Echo auch noch eine Line darüber, dass Optic Records und Akku Berlin weg sind, aber sein Label noch besteht. Doch dazu wurde eine Fortsetzung von Track Bitte Bitte veröffentlicht, diesmal aber nicht mit Savage, sondern mit Farid Bang. Oh, er ist jetzt weg, Akku ist jetzt weg, die anderen sind Dreck und die übrig ist nur die Crew von Kids flehen mich an, bitte bitte und ich bitte für Geld, F.A.R., ich ficke die Welt. Wenn sie nur um Claire zeigen, krass Zusammenhalt, Savage ist noch immer stur und wir werden langsam alt. Nun kommen wir zum Jahr 2010. Am 19. Februar 2010 hat Savage ein Interview über 16 Bars gegeben. Hier äußert er sich zu den Dissens aus Echos Umfeld und sagt sinngemäß, dass er einen Track aufgenommen hat, mit dem er aussagen möchte, dass die Lines an ihm abprallen. Er spricht hier von dem Track Wand, der am 12.03.2010 auf dem John Bello Mixtape 3 gelandet ist. Guck mal, damals mit Echo, weißt du, diese Urteilgeschichte, die habe ich ja gemacht, weil es ja darum ging, so weißt du, um einen früheren Bruder von mir, so weißt du, und für ihn ging es wahrscheinlich auch darum, so weißt du, und wir haben uns gegenseitig halt, wollten uns die Meinung sagen und so weiter. Jeder hat da natürlich wahrscheinlich seine eigene Realität, aber unterm Strich ist es wirklich so, dass ich auch echt gedachte, das ist gegessen mit Urteil, so. Und bis heute gibt es ja, ich sag's jetzt nicht unbedingt zu ihm, aber ich sag prinzipiell, auch aus seinem Umfeld gibt es ja bis heute, werde ich immer noch so mit so kleinen Sticheleien konfrontiert und so weiter. Und das ist auch, das nervt ja auch irgendwann so, weißt du, man hat auch irgendwie gar keinen Bock mehr. Zum Beispiel, ich rede mit seinem Manager, ja, ich kenne den von früher noch ziemlich gut, so Ralf Jacobs, der war früher einer meiner A&Rs bei BMG. Und eigentlich, ich war übercool mit ihm und mittlerweile, wir haben so ein bisschen... BMB, habe ich verstanden. Bisschen nicht mehr so ein cooles Verhältnis, weil das immer wieder thematisiert wurde, so, weißt du? Natürlich von seiner Seite auch aus und auch von meiner Seite. Und das heißt, diese Dinger, bevor ich mir so ein unendliches Gelaber und unendlichen Kopfick irgendwie ans Bein binde, sage ich mir lieber, ey, weißt du was, ich entscheide das nicht mehr. Ich habe mein Battle gewonnen. In dem Moment hol dir die Juice, guck da rein und guck auf diese Seite und da steht... Da ist meine Fresse, da ist mein Name. Sorry, Alter, was soll ich dir noch beweisen? Aber ich habe auch auf der S-Edition, ich habe auch als letzten Song einen Song gemacht, der heißt Wand und da geht es genau darum, ich schließe gleich die Frage ab. Ich will eigentlich nichts mehr dazu sagen. Da geht's darum, Buddy Ogin hat davor einen Skit gemacht und dieser Skit ist... So geil, oder? Wie das hin und her ging, ey, wie viele... Und dann da wieder gefragt und da wieder und dann eine Schlagzeile und da nochmal ein Song und da nochmal eine Stichelei. Es ist crazy. Repräsentativ für das Gelaber von diesen Haters, so. Und danach kommt dieser Song. Sprich, dieser Song ist sozusagen ein bisschen stellvertretend dafür. Und da geht es darum, in der Hook geht es auch darum, dass ich sage, ich bin eine Wand, was sie sagt, das prallt an mir ab, so, weißt du? Daraufhin hat Rap.de am 11.05.2010 berichtet, dass Kool Savas auf der John Bello Story 3 Tour den Track Optic Anthem live gespielt hat. Optic Anthem war ein gemeinsamer Track von Savas und Echo, der jahrelang kein Bestandteil in Savas Tourprogramm war. Selbstverständlich hat Echo auch von... Ja, geht mir auch so, Paul. Es war schon eine coole Kultur damals, diese Interviewkultur. Man muss halt auch sagen, auch fernab von sowas wie TikTok, hat sich natürlich die Szene dahingehend verändert, dass die Leute heute über ihre Social-Media-Kanäle selbst schon... ihre Reichweite haben. Damals hatten halt so Magazine viel mehr Macht und Tragweite. So ein hiphop.de, 16 Bars, Agro TV oder halt damals Printmedien, Juice, Backspin und so. Das war ja wirklich so, wenn du da drin warst, wenn du da hin konntest, da mitspielen konntest, dann warst du jemand. Und heute ist so, ja, ob du jetzt ein Interview da hast oder nicht, no front an die ganzen Magazine und Plattformen, aber die Plattformen sind jetzt eher von den Künstlern abhängig als andersrum. Es hat sich einfach komplett geswitcht und ja, deswegen wurde darüber natürlich auch sowas immer ausgetragen. Und dann hat der da was gesagt und dann hat man da irgendwie Bezug darauf genommen und dadurch ist auch dieses Rap-Szene-Gefühl so entstanden. Irgendwie. War halt wirklich alles in allem eine andere Zeit. Egal, ob man jetzt 2010 nimmt oder 2004 dann mit Viva MTV. Ich mag aber diese alten Zeiten auch. Für mich halt wirklich, weil man noch näher gefühlt an allem dran war. Weil eben die Bühne, auf der das stattgefunden hat, ich will nicht sagen kleiner war, aber es waren nur wenige Flächen, über die alle sich ausgetauscht haben.
Und jetzt ist halt wirklich, wie gesagt, jeder für sich seine eigene Instanz. Und das verläuft sich halt einfach. Dadurch hat das alles nicht mehr so eine Innigkeit irgendwie. Ja, ich bin froh, dass wir oder einige von uns diese Seite auch so miterleben konnten. Das war schon geil. Also es hat schon echt Spaß gemacht. Diese Aktion mitbekommen und im Hip-Hop-Interview... Ja, es gibt so viele Künstler und Künstlerinnen, das ist halt nicht mehr überschaubar. Das ist eben anders. Früher, wie gesagt, wurde auch Musik noch anders wertgeschätzt. Manchmal bin ich da auch sehr traurig drüber, dass ich heute Musik nicht mehr so wertschätze wie früher, weil man davon einfach so zugeknallt wird. Und das macht die Musik per se ja gar nicht schlechter. Die Art des Konsumierens hat sich verändert. Aber ja, man kann heute auch noch geile Musik für sich finden. Und wenn man dann doch mal in alten Zeiten schwelgen will, dann haben wir mehr als genug Material, wo wir uns reingehen, was wir uns reinziehen können. Oder man guckt einfach ein Dexys-Video, dann hat man alles in einem. Welcher am 1.6. veröffentlicht wurde, dazu Stellung bezogen. Savasch, mein Ex-Mentor, der dir bekannt sein dürfte. Ja, der ist ja einer meiner zahlreichen Fans, die runterladen, aber was soll man da machen, ne? Der hat live Optik Anthem, das Lied performt, was ich mit dem früher hatte, ne? Ja. Berühmtestes gemeinsames Lied. So, jetzt ist die Frage, ich bin in so einer Zwickmühle, weißt du, der Steiger ruft mich an, ja, wie findest du das, bla bla bla. Und ich sag so, ey Steiger, auch wenn das so ein gutes Zeichen ist, ich will am liebsten gar nichts dazu sagen. Warum? Weil dann heißt es immer, ich will mich an irgendwas hochziehen, dann steht da drunter der erste Comment wieder, ach, der Echo will sich doch nur an den hochziehen. Dann denke ich mir, Alter, ich habe genug dazu gesagt, ich habe schlechte Sachen gesagt, ich habe gute Sachen. Und in letzter Zeit habe ich immer nur gut geredet und jetzt kann ich ja jetzt auch nicht irgendwie einen Kopfstand machen, weil so ein gutes Zeichen von 1 Million Zeichen da von der Ecke kommt. Da ist der Wurm da. Der will immer wieder nichts sagen. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Jetzt habe ich ja die Downloader-Enttarnt-Line. Ja. Also ich habe ja gar keine Beef-Lines oder Stress-Rhymes, aber immer... Zwischendurch diese Zwischenlines, ja, da schleicht sich immer was rein. Nee, aber das würde ich auf jeden Fall mal lassen. Also mal ein bisschen anstichen ist so immer gut. Abrechnung hat ja auch ganz gut geklappt. Ja, hat gut geklappt. Ja, ich habe auch überlegt, Abrechnung 2, aber habe ich das doch gelassen. Also, nee, und, weil die Leute wissen das ja nicht, du hast ja schon gehört. Mhm. Es gibt ja einen Track, der heißt, worauf ist das eigentlich? Ach so, GD Anthem. GD Anthem, der ja. Der Nachfolger von Optik Anthem. Der ist natürlich ein bisschen härter. Anthem. Bisschen vom Wu. Ich darf eigentlich nicht teachen, so ich bin selber nicht gut darin, aber Anthem finde ich trotzdem doll. Vokabular ein bisschen vulgärer, aber ist trotzdem ein sehr, sehr nettes Lied. Ja, ne? Von den Skills her natürlich viel weiterentwickelt. Ach, aber das war ja, muss man lassen, das war 2002 oder was? Das war schon 2002, aber da haben wir nochmal... Ja, jetzt habe ich genau auf diesem Track, ne, ohne es, das hier jetzt quasi zu wissen, dass es kam, kommen soll. Ja, das ist krass zu sehen, ne, dass Farid so der Schüler eigentlich von Echo war und dann... Einige Jahre später, das erfolgreichste, was Verkauf angeht, hat er sogar Banger-Musik Selfmade überholt. Also er hat wirklich das erfolgreichste, umsatzstärkste oder was weiß ich, zahlenmäßig das krasseste Label aufgebaut. Zumindest über eine ganz lange Zeit. Weiß ich, ob das immer noch so ist, aber was Rap aus dem Rap-Kosmos. Und hier noch so irgendwie der Sidekick von Echo, das ist schon irre. Leute. Dieses, nicht, was ist das, Friedensangebot, dieses, kein Friedensangebot, sondern dieses positive... So, Juli. Also, Schildkröte meinte ich jetzt nicht, sondern, dass die Leute auf dem Dorf... Bezeichnen, sage ich mal. Aber da hatte ich den Track schon aufgenommen, jetzt ist da die Line... Ah, Schildkrötenpunkt gebe ich dir auch. ...der Downloader enttarnt drin. Ja, nee, das würde ich auf jeden Fall drin lassen, das ist doch mal eine schöne Zeile, da ist ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen, ich weiß nicht, ob ich die drin lassen soll. Ja, das würde ich schon, lass das auf jeden Fall drin. Wie Echo Fresh gerade im Hip-Hop-Interview gesagt hat, hat eine Dessline gegen Savage gerappt. Diese Line findet man auf dem Track GD Anthem und dementsprechend auch auf dem Album Was kostet die Welt. Das Album Was kostet die Welt wurde am 25. Juni 2010 released. Vor dem Album-Release kam aber noch am 13.06.2010 von Echo der Einspruch raus, wo auf dem Beat von Das Urteil rappt. Der Downloader enttarnt, wir kacken auf dein Urteil. Mit dir würde ich mir im Video nicht mal mehr eine Uhr teilen. Hab gehört, SAV hat Optik Anthem performt. Okay. Die GD Anthem Line konnte ich nicht mehr ändern. Mit dir würde ich mir nicht mal mehr eine Uhr teilen. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr irgendwie Uhren teilt, aber... Aber naja, man kann es ja mal machen. Bitte 2010. Wir kacken auf dein Urteil. Mit dir würde ich mir im Video nicht mal mehr eine Uhr teilen. Hab gehört, es ist forward, ob die Gänse. Ach so, okay, Mace. Na gut, dann ist es okay. Perform, die GD Anthem
nein. Ich nehme alles zurück. Konnte ich nicht mehr ändern, mein Dog. Nach dem Album Was kostet die Welt kam am 1. Oktober 2010 das Mixtape Freezy Boy Maye 1 raus. Und dort bezeichnet der Savage als seinen Lieblingsrapper. Des Weiteren wurde am 9. Oktober 2010 ein Video auf dem 16 Bars Kanal veröffentlicht, wo Echo Facebook und Twitter Fragen beantwortet. Und dort wird er auch über sein Verhältnis mit Savage gefragt. Und der alte Mama weg, schneller als du gucken kannst. Digga hat wirklich auf jedem Beat gerappt. Boah, Digga, dieses 50 Cent Album The Massacre. So heftig gewesen. Wie es zwischen ihm und Savage derzeit aussieht, es ist einfach Funkstille. Weißt du, ich sag, was soll ich jetzt dazu noch sagen, Leute? Das Thema ist doch schon mega ausgelutscht. Ich wünsche dem alles Gute. Hoffe auch, dass er mir alles Gute wünscht und damit hat sich die Sache für mich. Ich definiere mich nicht dadurch. Ich habe auch mehr zu bieten als das. Es ist jetzt schon so lange vorbei und guck mal, ich bin immer noch da. Sogar der... Guck, er fängt wieder an. Ich habe doch schon alles gesagt. Aber... Und ich sage auch, ich habe das auch schon 100.000 Mal gesagt, aber ich habe mich jetzt mit Anti-Brumm habe ich mich eingesprayt, ja? Ihr habt es gesehen, während der Reaction nebenbei. Ich habe mich heute echt, ich habe mich schon richtig viel mit Anti-Brumm eingesprayt. Ich habe es schon so in die Luft hier gespült. Und es kommen trotzdem noch Viecher. Das gibt es doch nicht. Habe ich hier ein Nest? Das gibt es nicht. Das ist unglaublich. Vor allem, ich war im Büro heute und da war das nicht so. Anti-Brumm, neuer Partner. Das wäre auf jeden Fall, also ich sag's euch, Anti-Brumm wäre ich, glaube ich, die authentischste Person, die geht. Diese Viecher lieben mein Blut. Ich weiß nicht warum, es ist ganz schlimm. Aber ich habe, wie gesagt, geguckt, Mückensaison ist angeblich zwischen Mitte August und Ende August vorbei. Ich stehe das jetzt noch durch. Wenn ich die Aufnahmen so sehe, schon krass, dass Echo sich am Ende doch noch durchgesetzt hat. So Transformers-Soundtrack und TV-Auftritte und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Das ist crazy. Und er war ja auch TV total bei ganz vielen Formaten, generell im Fernsehen. Also, der hat seinen Weg schon echt gemacht. Das kann man nicht, kann man ihm nicht absprechen. Torda, dankeschön für den Follow. Damit hat sich die Sache für mich. Ich definiere mich nicht dadurch. Ich habe auch mehr zu bieten als das. Es ist jetzt schon so lange vorbei und guck mal, ich bin immer noch da. Sogar der Letzte, der gesagt hat, ich werde es nicht schaffen, der kann jetzt einfach nur nichts dazu sagen, weil es ist jetzt 10 Jahre her und ich mache immer noch mein Geld durch diese Sache. Also vergesst es einfach, Leute. Vergesst es. Lasst Sachen hinter euch. Schaut in die Zukunft. Guckt, was ich euch beschert habe. Ein Farid Bang, ein Summer Jam, einige andere. Das muss man halt echt mal sagen, ne? Dass die von ihm kommen, ist schon heftig. Überleg mal, was Summer Jam und Farid Bang allein, was die, sag ich mal, für eine Legacy sich aufgebaut haben und was die in der Rap-Welt auch so hinterlassen haben, das ist schon krass. Ihr habt auch Spaß durch andere Sachen, also nach vorne schauen, Leute, nach vorne schauen. Ende 2010 kamen noch 2 Videos raus, wo Echo sich über Savage äußert. Einmal am 8.12. im 16 Bars Interview mit Vis-a-vis und am 20.12.2010 bei Klickzoom. Bei Klickzoom beantwortet er Fanfragen und erzählt, dass seine Zusammenarbeit mit G-Star ein Streitgrund zwischen ihm und Savage war. Und im 16 Bars Interview geht es um den Imagewechselstempel, den ihm Savage damals bei dem Track das Urteil gegeben hat. Und mit G-Style wollte ich damals zusammenarbeiten, schon vorher. Ich hatte einen Track von ihm und seiner Crew auf der Juice City gehört. Auch damals war ich noch mit Savage unterwegs und wir haben den beide ohne Ende gefeiert. Dann hatte G-Style seinen ersten offizielles Feature auf der SD-Maxi, die Savage damals rausgebracht hat. Und als G-Style dann einen Hit hatte, also Gangsterville hatte, mit Tomek zusammen, dann wollte Savage auf einmal nicht mehr mit dem zu tun haben, weil damals war das für den voll krass, wenn man kommerziell war, war man nicht real und bla bla bla. Das ist jetzt alles voll der Schwachsinn heutzutage, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt. Aber ich wollte es trotzdem. Und das ist interessant, da hat er recht. Einer der Gründe, Mitgründe, also einer von 1000 Gründen vielleicht, oder von 100, warum wir uns gestritten haben. Weil ich habe das nicht eingesehen. Ich fand den cool und ich fand, wenn man was cool findet, muss man das auch feiern. Du hast ja, glaube ich, auch mal in einem anderen Interview gesagt, dass dieses Image-Ding, was dir ja so anlastet, dass das ja eigentlich auch Savage so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ja, verursacht hat. Glaubst du, dass du das irgendwann mal wieder abwerfen kannst, wenn du sozusagen jetzt dabei bleibst, was du tust? Oder? Das ist, wie, was ich dir gerade gesagt habe. Heulen nützt nichts. Einfach weitermachen, einfach den Leuten zeigen, Musik ist stärker als so eine Scheiße. Und ich habe überlegt, irgendwann muss es ja aufhören, weißt du? Das kann man nicht ignorieren, wenn einfach ständig saubere, geile Releases kommen. Und das ist auch ein Weg zum Beispiel, warum ich so viel mache.
Und diese Mikros allein, guckt euch mal an, wie das Mikro aussieht wegen der Tonqualität. Ich hatte keinen Crush mit Vis-a-vis, aber ich möchte auch im Sinne eines Rappers nochmal flexen. Ich hab's schon getan, aber ich war mit Vis-a-vis was essen. Aber also wir waren nicht im Restaurant oder so. Und es war nett. Aber es war auch nicht mehr. Es war einfach cool. Ich dachte mir einfach so, ey, das ist Vis-a-vis. Krass, Mann, ich stehe gerade mit Vis-a-vis. So, was ist jetzt los? Das war so 2010 auf der Graffiti-Box Summer Jam in Berlin. Ich glaube, wir sind da auch mal aufgetreten. Ich bin da, was heißt ich glaube, ein Jahr später bin ich mit Pimpf dort aufgetreten. Aber genau in dem Jahr, von dem ich jetzt rede, sind andere Jungs von uns da aufgetreten. Dann sind wir so mit 50 Mann nach Berlin gefahren. Da habe ich ja schon VBT gemacht. Da sind dann Pimpf und ich in so einem Akro-TV-Video von Liquid Walker gelandet. Es gibt so ein Akro-TV, halt die Fresse. Es gibt eine halt die Fresse von Liquid Walker von der Graffiti-Box Jam, wo Pimpf und ich mit drin sind. Und so pöbeln, so wie die Hintergrund, so halt die Fresse mäßig. Da müssen wir eigentlich gleich einmal kurz rein. Das ist völlig krank. Ich würde lieber mit Lupi eine Waffe essen. Ja, Lupi kommt ja bestimmt auch zu einem Community-Treffen, ne? Vielleicht gibt es dann ja die Möglichkeit. Und jetzt kommt noch das Heftigste. Lupi und Vis-a-vis sind beste Freundinnen. Das ist natürlich jetzt ganz brutal. Wusste sie, wer du bist? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wer. Ich glaube nicht, dass sie das wusste. Es hat sich einfach so ergeben. Ich glaube, ich habe so gesagt, ey, Vis-a-vis, was geht? So bla. Und dann hat sich das irgendwie ergeben. Aber ich habe da auch schon VBT gemacht. Vis-a-vis hat einen Platz in meinem Herzen, seit sie bei Karate Andi zu Hause zu Besuch war. Okay. VBT ist Video-Battle-Turnier. Samo, Boss. Warum ich auch versuche, meine Fanbase so sehr am Laufenden zu halten und warum ich auch viel im Internet release. Weißt du, ich sehe da zum Beispiel Vorbilder in Amerika. Wenn du ein Fan von Rick Ross oder von Lil Wayne bist, kriegst du auch jeden zweiten Tag irgendwas von denen. Ob es jetzt ein Making-of, ein Hintergrundbericht. Und so sehe ich das auch, Mann. Weil ich kann das standhalten. Ich kann das in der Qualität und Quantität standhalten. Und das werde ich machen, bis der Letzte verstummt ist. Was soll ich machen? Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Savage hat es in seinem Track gesagt, was sein berühmtester Track ist, der übrigens komplett nur über mich geht. Ich habe 5, 6, 7 deutschlandweit berühmte Tracks. Ich habe auch meine Vorzüge. Ich will keinem was absprechen, aber ich kann auch einiges. Und bis das nicht alle wissen, werde ich auch nicht aufhören, die Leute zu nerven. 2011. Ja, hat er gut gesagt. Kann man nicht anders sagen. 11. Da die Fanfragen bei Klicks nochmals kleine Videoausschnitte und zu unterschiedlichen Zeitpunkten noch geladen wurden, kamen 2011 noch weitere Fanfragen-Videos online. Und in einem Video, das am 2. Januar 2011 veröffentlicht wurde, beantwortete er die Frage, ob die Veröffentlichung von Die Abrechnung der richtige Schritt in seiner Karriere war. Im Laufe der Promophase zu dem Album Ekrem hat er auch ein Interview bei 16 Bars gegeben. Und dort sagte er, dass der damalige Konkurrenzkampf zwischen Optic Records und German Dream Unsinn war. Und Abrechnung war damals der richtige Step. Klicksum ist auch zu geil, ne? Immer wieder, wenn wir das mal sehen in so nostalgischen Dingern. Klicksum einfach. Auch crazy. Außer vielleicht, dass ich es nicht rausgebracht habe. Damals war ich irgendwie auf dem Film, nee, es geht um die Ehre und bla. Hätte ich vielleicht lieber als Single gemacht. Da hätte ich ja noch wenigstens ein bisschen Kohle davon bekommen. Es war der richtige Step und ich bin halt kein aggressiver Mensch. Ich bin auch keiner, der von alleine Leute disst. Danke, Film. Aber Abrechnung ist ja nur eine Art Rachefeldzug gewesen, weil es mir bis hier stand, weil alle mich gedisst hatten in der Zeit. Und ich habe mich einfach nur gewehrt. Und von daher, das ist auch mein Rat, wenn für andere Rapper, vielleicht sollte man nicht direkt von alleine irgendwelche Leute dissen, die man nicht persönlich kennt. Aber wenn die Leute das unbedingt so wollen, dann muss man auch seine Rapper-Ehre verteidigen. So ist halt das Geschäft. Das war auch so ein Konkurrenzkampf damals zwischen German Dream und Optic Records, was auch jetzt 10 Jahre später total der Unsinn war. Danach kam auch das Album Ekrem von Echo Fresh am 2.9.2011 raus. Und auf diesem Album gab es ein paar Lines, die man als Diss-Lines gegen Savage interpretieren könnte. Zum Beispiel rappt Echo auf dem Track der Punisher sinngemäß, dass er auf eine Reunion scheißt und sich mit niemandem vertragen möchte. Aber auf der anderen Seite ist auf dem Album auch der Track Deutschlands 1 drauf, der eine Hommage zu einem gleichnamigen damaligen Track von Emo Savage darstellen soll. Ich bin leise wie der Pate und schlage auf dich ein. Fick auf Reunions, ich vertrage mich mit keinem. Du hast mein Label ausgelacht. Heute haben wir dein Label zu Staub gemacht. Mich hat Savage entdeckt, okay? Doch ich habe Farid entdeckt, okay? Summer entdeckt, okay? Ihr wollt die Geschichte, ich erzähl euch jetzt die Scheiße. Ich wollt...
Es hat einfach Dexys mal sich kurz die Zeit genommen, um aus diesem gesamten Album uns die 6 Lines, die eine Anstichelung Richtung Savas sein könnten, zu präsentieren. Für uns 30 Sekunden, die wir wahrnehmen, für ihn 2 Stunden Arbeit. Eigentlich nur meinem Ex-Label-Chef beweisen. Da Rap Day 2022 ihren Betrieb eingestellt haben, wurden dementsprechend auch alle Interviews von deren YouTube-Kanal entfernt. Aber zum Glück habe ich ein paar Reuploads gefunden, wo Kool Savas über Ekko äußert. Zum Beispiel sagt er sinngemäß in einem Rap Day Interview-Ausschnitt, dass er Ekkos damaligen Höhenflug verstehen kann. Dieses Interview wurde am 25. Oktober 2011 gereuploadet. Ich habe auch schon Jungs dann so, die ich 2 Wochen kannte, auf Bühnen genommen, wo dann auf einmal 1.000, 1.500 Leute waren. Und das ist schon im Kopf, damit klarzukommen, so, das ist schon schwer auch für viele, so, weißt du? Aber glaubst du, das war so ein Ekko, bei Ekko zum Beispiel ein Problem? Dass er diese Phase nicht oder übersprungen hat? Ach, du weißt, ich gehe eh ungern darauf ein, aber... aber... jetzt geht's ab. Ach, du weißt... Erstmal tief Luft holen, Leute. Holt das Popcorn raus. Er geht ungern drauf ein. Aber... Ich gehe eh ungern darauf ein, aber... er war schon auch jung, Alter, so, weißt du? Ich glaube, wenn ich so jung gewesen wäre wie er und wenn ohne mir das alles so ermöglicht hätte, wie ich ihm damals, so, weißt du, und von 0 auf 100 gleich so, dann, ich denke, jeder hat einen Höhenflug in irgendeiner Form. Ich hatte auch mal einen Höhenflug, so, weißt du? Ich meine, so ein Album wie FDS würde ich nicht nochmal machen, so, weißt du? Ich denke, es wird live abgehen, wird der letzte Track heute Abend. Und ich hoffe, dass ich Urteil einfach nie wieder spielen muss. Ja. Warum nicht? Boah, ich hab keinen Bock. Ist, ganz ehrlich, es ist einfach anstrengend, diese 5 Minuten. Dexys wäre wirklich ein geiler Streamgast. Er sollte eigentlich mal als Überraschung in einem XXL-Stream für den Fall, dass es in den zweiten Tag geht, kommen. Er konnte dann aber leider nicht. Aber ja, das wird bestimmt noch passieren. Eines Tages ist es soweit. Und es ist ja auch so, das ist wirklich ein Track, der sich auch durchgehen mit einem, sagen wir mal, so beschissenen Thema so beschäftigt. Und das zieht mich auch ein bisschen runter, so, weißt du? Ich muss mich jedes Mal damit auseinandersetzen, so, weißt du? Dass ich Stress mit jemandem hatte oder was weiß ich oder irgendwelche Sachen und wie halt sich die Story jedes Mal vor Augen halten. Das ist ja auch unnötig. 2012. Am 17. April 2012 kam auf dem YouTube-Kanal bei Beddo ein Interview mit Ekko Fresh raus. Wer ist denn das? Oriental Night. Ist ja ganz wild. Ja, die Sprachnachricht war krass. Am 17. April 2012 kam auf dem YouTube-Kanal bei Beddo ein Interview mit Ekko Fresh raus, wo er sich zu einem Beef mit Savas geäußert hat. In dem Interview sagt er zum Beispiel, dass er bei einem Beef eine Mitschuld hat. Außerdem wurde im dritten Teil des Interviews ein Ausschnitt von Ekko Fresh gezeigt, wo er live die Abrechnung performt. Daraufhin kam am 27.04.2012 das Album Ehrensache von Alpagan raus, wo Alpagan Ekko auf dem Track Was bist du disst. Und wer war auf dem Track als Feature vertreten? Kool Savas. Dieser Track wurde auch live auf dem Splash 2012 gespielt. Was für ein König von Deutschland, du bist der König der Heuchler. Ich denke mal, dass der Vierte von diesem verseucht war. Es gibt auch viele Kritiker von Ekko Fresh, die sagen, ja, Ekko, der verkracht sich ja mit jedem, ja, der fängt mit jedem an zusammenzuarbeiten und irgendwann funktioniert das nicht. Wenn du dir diese Zeiten anguckst, Beispiel Kool Savas, ist man dann, steht man auch manchmal da und sagt... Hier sitzt übrigens auch Summer Jam, damit ihr ihn nur einmal seht. Diese Zeiten anguckst, Beispiel Kool Savas, ist man dann, steht man auch manchmal da und sagt, du, vielleicht habe ich ein bisschen teils Schuld oder vielleicht war wirklich alles dumm gelaufen. Aber dass ich auch teils Schuld habe, das habe ich schon längst öffentlich zugegeben. Es gehören immer 2 dazu bei einem Streit und ich sage ganz ehrlich, mit mir kann man sehr gut auskommen. Das Internet hat mir dabei geholfen. Wie seriös ist das? Was ist das für eine Plattform? Ich verstehe gar nichts mehr. Diese Meinungsbildung, von der du gerade sprichst, die hat sich meiner Meinung nach total zum Positiven bei mir geändert, weil durch meine Internetblogs und einfach, dass man so sehr schnell was an den letztendlichen Konsumenten geben kann, hat sich bei mir das geändert, dass die Leute mich persönlich... Das würde jetzt richtig passen, dass die jetzt gleich einfach so orientalische Tänze machen. Das hat einfach gar nichts damit zu tun. ...kennengelernt haben und dann gesagt, hey, warte mal, der ist keine Bedrohung für irgendjemand, der ist eigentlich total nett. Wie kann man sich mit dem streiten, weißt du? Und man kann auch irgendwie meine Freunde fragen, mit mir kann man sich normalerweise nicht unbedingt streiten, weißt du? Also, es ist jetzt nicht nur meine Schuld gewesen. Und ja, wenn du das Beispiel Kool Savas nimmst, der ist auch sehr stur, Alter, und das wissen auch sehr viele Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass alle denken, das war nur meine Schuld. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch eine Hauptschuld daran habe, aber dazu gehören, wie gesagt, immer 2. Ja.
Danach kam am 25.05.2012 das Album Social Con Champagne von Summer Jam raus. Und dort rappt Echo auf den Track Anti-Garantie 3000, eine Line, die an Savage oder an die Hater gemeint sein kann. Ich denke, dass er hier eher die Hater meint, aber zur Vollständigkeit erwähne ich das hier. Dann wurde am 21.08.2012 auf dem Hip-Hop.de YouTube-Kanal ein Echo to the Roots Exclusive Track veröffentlicht. Und auf diesem Track ist Echo Fresh die Optik-Fans. Denn du Wichser hattest Vorurteil, auch schon gegen mich ein Vorurteil. Komm, Eier lecken. Alle meine Hater schieben Optik. Sie bekommen gleich einen riesen Dropkick und sie gehen drauf wie Steven Jobs geht. Noch dazu hat Echo. Ja, er hat echt Gas gegeben. Energy. Fresh ein Interview mit Marvin geführt, dessen YouTube-Kanal damals noch Star Talking hieß. Das Interview kam am 1.9.2012 raus und dort sagt Echo, dass er mit niemandem streitet. Auch krass, wenn man das jetzt so sieht. Das ist doch Marvin, oder? Heißt er nicht Marvin? Der jetzt auch auf YouTube richtig krass durchgestartet ist und ARD, Puls und was weiß ich nicht alles hat. War einfach so TV-Straßensound. Brötchen. Und jetzt so übelst angekommen. Crazy. Das Interview kam am 1.9.2012 raus und dort sagt Echo, dass er mit niemandem Streit hat. Ende 2012, also am 21.12. erscheint dann auf dem YouTube-Kanal von Bushido der 700-Bars-Track von Echo Fresh, wo er den Beef nochmal thematisiert. In dem Track sagt er auch, dass er nichts mehr gegen Savage hat und richtet auch positive Worte an ihn. Du hattest damals Beef mit Kool Savage. Gott, ist das süß. Ist das immer noch so? Seid ihr immer noch verstritten oder hat sich das wieder gelöst? Also ich habe keinen Streit mit niemandem, egal mit... Wie geil auch hier dieses Star-Talking steht, als wäre das so wirklich mit Paint da reingeschrieben. Welchen Rapper? Ich disse auch keinen Rapper auf meinem Album und ich habe auch keinen, nicht vor, irgendwelche Rapper noch in Zukunft zu dissen. Ich mache einfach mein Ding und hoffe, dass die Leute mich mein Ding machen lassen, genauso wie ich die Dinge machen. Das ist aber voll cool. Ich finde das voll cool, ehrlicherweise sowas zu sehen. Ich mag das, weil man so sieht, was halt so diese Hustler-Mentalität aus dir rausholen kann. Weißt du, so hat er angefangen, mit wahrscheinlich wirklich mit Movie Maker. War richtig aufgeregt, konnte Echo mal interviewen und ich feiere das. Ich finde das cool. Esser war mein Mentor, ich hab nichts mehr gegen ihn. Ich bin froh, dass er nach all den Jahren kriegt, was er verdient. Jetzt kommen wir zu der Zeit von 2013 bis 2020. Okay, na gut. Die 3 Minuten. Da haben wir noch übrig, aber ist wahrscheinlich dann beefmäßig auch nicht mehr so viel passiert. Nachdem Echo in den 700 Bars gesagt hat, dass er nichts mehr gegen Savage hat, gab es von beiden Seiten nur noch neutrale oder auch positive Worte übereinander. Deswegen werde ich hier nur noch die Highlights erwähnen, bis ich zu dem Beefende komme. 2013 haben sich Echo Fresh und der damalige Optik-Member kaputt vertragen. Obendrein haben sie zusammen einen Track für das Album Exodus gemacht. Das Highlight aus dem Jahr 2014 war für mich, dass Echo Savage auf seinen 1000 Bars Track gegrüßt hat. Noch dazu hat Echo Fresh am 14. Oktober 2014 den Track Bars in neuen Arsch rausgebracht, wo er wortwörtlich sagt, dass er ein Collab mit Savage möchte, was schon sehr groß entgegenkommen ist. Gerne, Legend Binderino. Danke, dass ihr meine Nacht versüßt, indem ihr hier seid. Auch in den 2020... Exodus, immer diese geilen Namen, immer so aus Echo, ne? Alles. Das ist auch so ein richtiges Echo-Ding gewesen. So wie ich in Vorrunde 1 mit dem Namen meines Gegners im VBT gespielt habe, hat Echo seinen eigenen Namen komplett verunstaltet. Bars hat Echo den Beat von Optic Anthem verwendet. Echo to the Roots. Und die Einstellung von Savage hat sich auch ins Positive entwickelt. Zum Beispiel meinte Savage in mehreren Interviews, dass er auf das Urteil am liebsten verzichtet hätte und dass Echo talentiert ist. Also man kann sagen, dass in diesem Zeitraum kein böses Blut mehr herrscht. Ich halte die Stellung, keine Sorge. Auf jeden Fall. Wir quatschen, wenn ich wieder da bin, ja? Ich hoffe nur, die Bars haben euch zugegeben. Er ist einfach bei Seven vs. Wild. Er sitzt einfach irgendwo, er ist genau da, Panama. Wir quatschen, wenn ich wieder da bin, ja? Ich hoffe nur, die Bars haben euch zugesagt und ich... Absolut, Paul. Grüße meinen Mentor, cool zu was. Ich hätte auch aufs Urteil und auf alles, auch die Lorbeeren, die ich dafür geerntet habe, hätte ich auch verzichten können. Nein, ich hätte gern ein Kollabo mit cool zum Savage. Oh, jetzt habe ich es gesagt, Bruder, kack mal auf die Chart. Habe ich trotzdem noch gedacht, ey, ist das wirklich geil, dass du das deinem alten Homie, Bruder, Freund, hast du jetzt so quasi den Kiefer gebrochen, so, ne? Weil ihr beide in den Ring gestiegen seid. Yeah, ich glaub, Rap sei tot, doch ich merk, ihr beherrscht jetzt perfekt mein Flow. Du hast ja eine Zeit lang ja noch live performt, aber irgendwann dann, glaube ich, auch damit aufgehört. Weil das Gefühl komplett weg war. Ich hatte dann auch auf unseren Reisen, hatte ich auch Echo kennengelernt, hab dann, und das war mir klar, der Typ ist ein Riesentalent. 2021. Am 12. Januar 2021 hat überhaupt berichtet,
dass Kool Savas in der Instagram-Story mitgeteilt hat, dass er und Echo sich ausgesprochen und vertragen haben. Noch dazu hat Echo Fresh ein gesamtes Kapitel in Savas Buch King of Rap die 24 Gesetze geschrieben. Bei TV Straßensound reden die beiden auch nochmal darüber. Also man kann sagen, dass der Beef zwischen den beiden offiziell beendet ist. Ich wünsche dem alles Gute mit... Digga, wie oft haben die sich jetzt schon alles Gute gewünscht? Dem Buch, ich werde mir auch ein Exemplar kaufen. Ich fand das sehr schön, dass Echo mit dabei ist. Das war mir sehr wichtig. So, jetzt eure Meinung gefragt. Wie fandet ihr den Beef zwischen Kool Savas und Echo Fresh? Wer hat eure Meinung nach dem Beef damals gewonnen? Und würdet ihr euch in Zukunft gemeinsame Tracks von den beiden wünschen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch ich will nichts mehr dazu sagen, aber... dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Ansonsten abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Okay, das war geisteskrank. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Also ohne Spaß, das Video war geisteskrank. Ohne Witz, Dex ist absoluter Goat. Man kann das nicht anders sagen. Lasst unbedingt gerne Liebe dort. Also wirklich, boah, krass gemachtes Video. Völlig zu Recht geht das auch wirklich gut nach vorne. Ich gönne dir 1 Million Klicks, Brudi. Wirklich, richtig, also ohne Spaß. Das ist saugut gemacht gewesen. Da ist so viel Arbeit drin. Guck mal hier, diese ganze Verlinkung. Allein die Beschreibung hat 1 Stunde gedauert. Hier noch Kapitel. Ja, klar, klar. Da wird nix Halbgares gemacht. Das ist der einzig wahre.